Theoreme für Lauf vorstellen. Das Ganze basiert auf einem Paper Theorems for Free von Philipp Hortler. Wurde 89 veröffentlicht, ist also schon richtig alt, aber auch super cool das Paper. In dem Paper, das beginnt damit, Philipp Hortler sagt dem Leser, er solle ihm mal eine Funktion geben in polymorphen Lambda-Kalkül und er, Philipp Hortler, wird diese Funktion dann anschauen und ein Theorem für diese Funktion dem Leser sagen, ohne überhaupt nur einen Blick geworfen zu haben auf die Implementierung von dieser Funktion. So, mit diesem Zaubertrick kann man zum Beispiel folgende Sachen zeigen. Wenn man kennt die Head-Funktion. Die Head-Funktion gibt das erste Element einer Liste zurück und man kann folgendes machen, wenn man eine Funktion hat von a nach a', dann kann man diese Liste von a's nehmen, dann kann man map darauf anwenden mit dieser Funktion, dann kriegt man eine Liste von a's und dann kann man das erste Element dieser Liste nehmen oder man kann auch das erste Element einer Liste von a's nehmen und dann die Funktion a drauf anwenden und dann kriegt man einen a'. Und in der Gleichung a' genannt wird, ist map a. Genau, das ist map a. Und das Theorem, das freie Theorem lautet, dass diese beiden Elemente gleich sind. Und zwar hängt das auch gar nicht davon ab, von dieser Funktion head. Irgendein gemeiner Programmierer könnte sich denken, die Funktion head wird jetzt immer das zweite Element einer Liste zurückgeben, wenn es es gibt. Und diese Funktion würde zwar unsere Erwartungen verletzen, aber nicht dieses freie Theorem, weil dieses freie Theorem, das gilt für alle Funktionen, die den gleichen Typ haben wie die Funktion head. Zum Beispiel das Theorem für tail. Tail hat ja genau denselben Typ wie head. Das freie Theorem ist auch das gleiche. Was sagt das Theorem aus? Dieses Theorem hier? Ja. Ja, haben eine Liste von A's, wir können die entweder map A drauf anwenden, dann kriegen wir eine Liste von A', dann können wir davon das letzte Element nehmen. Und das ist das gleiche, wie wenn wir das letzte Element von unserer ursprünglichen Liste nehmen und darauf die Funktion klein a anwenden. Das ist nur map. Also, das ist eins, das ist das freie Theorem zu dem Typ. X Stern ist eine Liste von X ja. Das ist eher ein freies Theorem. Ja, und Tim hat gerade 10 mit Last als erkennt. Das ist was egal, sein. Aber ja. Was heißt ja. X-Stern? Groß X-Stern? Groß X-Stern ist also die Listen. Achso. Wir sollten mal mitzählen, wie viele Notationen für Listen-Datentyp wir kennen. Ah. Also dieses Paper war Prä-Haskell, deswegen wird hier nicht die Haskell-Syntax verwendet. Absolut. Und das ist aus dem Paper rausgekommen. Genau, das hier ist aus dem Paper raus. Das ist eigentlich eine ärgerliche mathematische Notation, so ein Klinik-Sterben. Das ist eine endliche Liste eigentlich. Das spielt hier keine Rolle, oder? Das ist das. Ja, wenn man. Fast in die Liste. Das wird mit unendlichen Listen wird das auch noch funktionieren, doch weiter. Also in der Notation schreibe ich ein Stern, endliche Liste, zwei Sterne, oder unendliche Liste. Das heißt aber, dass zwei Sterne hier schaffen. Ja, ja, so heißt das ja so gemeint, ja. Ja, ja. Weil Hocker verschafft, er macht ja. Hocker lese ja alle Listen. Ja, Listen. Ich kann auch Unterschiede machen, wo man endlich oder wo man Omega schreibt. Zwei Listen. Und jetzt fahren Listen aus, zwei sind. In der Arbeit. Also Omega sind. Nein, Omega, so. Dort war es halt nicht. Aber was ist das jetzt? Endlich. Die endlich. Oder? Ja, das ist nur 24. So, ich werde den Zaubertrick erklären. Aber dafür muss ich erstmal das Setting einführen. Die Typtheorie, für die das alles funktioniert. Nämlich, das ist System F, auf dem auch Haskell basiert. Nämlich, die Typen in System F sind folgende. Es gibt einen Datentyp Bool, es gibt Typvariablen
es gibt Funktionstypen und es gibt die Eigenquantifizierung von Typen. Dann sind hier jetzt Listentypen und Paar gar nicht dabei. Listentypen sind da nicht dabei. Kann ich aber emulieren. Kann man emulieren. Mit Pool hast du ja quasi wieder Bits. Und dann hast du ja wieder alles. Sie sind hier Pool als Repräsentanten für Grundtypen oder, ja, oder Konstantentypen. Naja, man muss ja diese Pools noch irgendwie kombinieren, damit man da komplexere Datentypen rauskriegt. Also, aber wenn man Pools hat, hat man noch nicht gewonnen. Ja klar, man muss auch den Rest natürlich auch noch. Ich meine, da stehen jetzt zum Beispiel auch nicht an, dass man Paartypen hat. Also, Geduld. Ja. Ich würde sagen, es sind nur ein paar Lichtradstücke und auch so was wie Ether stehen nur ein paar Lichtradstücke. So, ein Typ-Kontext ist einfach eine Menge von Typ-Variablen. Und wenn wir einen Typ haben, dann macht der nur Sinn, wenn wir das, den in einem gewissen Kontext betrachten. Das hier ist folgendermaßen definiert. Wir haben in so einem Typ, können wir freie Variablen haben, in dieser Form. Diese Variablen werden gebunden durch den Eigenquantifizierer. Und wir schreiben dann, dass Tau ein Typ ist im Kontext Delta, wenn das hier definieren wir induktiv, an das hier gelten soll. Beispiel, wenn wir Tau 1 ist ein Typ im Kontext Delta und Tau 2, dann haben wir den Funktionstyp Tau 1 nach Tau 2 im Kontext Delta. Und hier sieht man auch, dass dieses x die Typvariable x hier bindet. Ja? Ich habe wieder Probleme mit den Bindungsstärken. Da in der letzten unteren Zeile rechts, also da steht für alle x. Tau Teil. Darf ich das Tau Teil zusammenklammern? Nein. Oder darf das für alle x. Tau zusammenklammern? Ja, so. Okay. Also das hier ist, können wir ein Urteil nennen. Und dieses Urteil, dass Tau ein Typ im Kontext Delta ist, ist einfach induktiv definiert. Ja, klar, und der Typ, der da steht beim letzten, der letzten Schlussregel, das ist für alle x. Tau. Der Typ ist nicht Tau, sondern für alle x. Tau. Das hier, okay, das ist quasi dieses Satzteil und dieses Typ mit hier dieser Lücke für einen Kontext und hier einer Lücke für einen Teil, das ist quasi. Ich habe das noch nie verstanden, warum man diesen Kontext überhaupt braucht. Weil normalerweise, wenn ich auf Wert geben oder auf Termebene bin, wenn ich Terme baue, dann sage ich einfach, ich nehme mir halt freie Variablen. Und alle gebundenen Variablen sind alle, die einen Alt-Controller vorhaben. Warum brauche ich bei Typen diese Kontexte? Also das habe ich nie verstanden, warum man überhaupt sowas braucht, weil im Endeffekt kann man damit machen, was man, also gefühlt kann man mit dem Kontext nie machen, was man will. Man kann da beliebig Sachen reinstecken, rausziehen, nicht beachten. So kam es mir mal vor, weil die ganzen Sachen etwas. Ich habe noch nie verstanden, wofür das braucht. Okay, dann hoffe ich, dass du es heute verstehst. Also kommt dann noch, wird es noch benutzt quasi. Das wird auf jeden Fall wird noch benutzt, ja. Okay. Es wird verwendet auch nur von allgemeiner Erklärung, allgemeiner Apparatur ist so. Also was wir da sehen, sind ja nur die Formierungsregeln. Die werden hier als Inferenzsystem in diesem Kontext präsentiert. Ja. Der Drawbosch sagt, ihr möchtet einfach nur so einen taktischen Datentyp oder was, wo ihr rekursiv sagt, das ist die Struktur meiner Typen. Das ist eine Repräsentation. Der braucht es dann, wenn das Typsystem irgendwann geschlagen werden soll, dass man wirklich verlieren muss. Wir werden es wahrscheinlich dann. Und das braucht noch für Typ-Inferenz. Nee, das ist wieder was anderes. Also für mich ist ein Inferenzsystem so eine induktive Definition, wo ich mehr machen kann, als nur so rein so taktisch irgendwie so eine Grammatik. Dann ist ein fließender Übergang. Also nicht getrennt Semantik und. Das ist hier ein volles Inferenzsystem, das ist ein Deduktionssystem. Das hier ist Deduktionsregeln, die sagen, wann ist ein Typ 0 geformt. Da hat er dieses Urteil im Kontext Delta, ist der Typ Tau 0 geformt. Das ist jetzt einfach so definiert. Das machen die Leute, die hier sehr stark, das machen die stark abhängigen Typen ständig, weil sie sehr allgemeine Typsysteme das haben wollen. Und wir das hier auch immer noch sehen. Da bin ich gespannt drauf. Also man könnte das alles auch noch umformulieren, dass man einfach nur Typen quasi für sich stehen und die auch bei Variablen beinhalten können. Aber ich fand es so eleganter mit den Kontexten. Ja,
Hat er das selber so hingeschrieben oder ist das ein Papier von Lord Lefort oder was? Das hier habe ich mir zusammengesucht aus einer Band. Ich schätze, das hier wird man auch so ziemlich genau finden in einem meiner Lieblingsbücher, nämlich Practical Foundations for Programming Languages von Bob Harper. Der macht die Sachen so sehr schön vorbei. Die meisten modernen Paper haben auch alle noch dran. Meistens ist dieses, was ist das für ein Musik? Nee, der große Buchstabe. Delta. Nicht das Delta, sondern dieses L-mäßige. Nee, ist anders. Das Gamma. Gespiegelt. Achso, ja, das Gamma. Das Gamma, ja. Das Gamma wird doch auch noch auftauchen. Cool. Wie viele griechische Großbuchstaben? Also das hier nenne ich einen Typkontext, weil dieser Typkontext, der enthält Typvariablen. Müsste jetzt konsistent sein, weil dieser letzte Regel ist ja auch wirklich interessant. Also ziehst du das, darf das Delta jetzt nicht so kalt in der letzten Regel? So. Nee, also das ist auch sowas. Ich nehme hier an, dass es disjunkt ist. Ja. Das macht man auch, wenn man solche Typregeln hinschreibt, nimmt man in vielen Regeln an, dass man Sachen einfach disjunkt hat. Weil man kann ja immer so Variablen umbenennen und wenn man das macht, dann kriegt man es immerhin, dass Sachen disjunkt sind. Das ist, also solche Definitionen sind immer bis auf Umbenennung zu verstehen. Delta disjunkt bedeutet, dass das gilt, wenn die Menge leer ist, die rauskommt. Also dass x nicht mit Delta ist. Ja, genau. Also du subtrahierst das halt. Ich schreibe das einfach explizit hin. Man muss bei diesen Sachen immer hinschauen, wenn man ein Papier auf den Tisch kriegt, was man verstehen möchte oder gut achten muss. Wie man macht da sowas, dann muss man da genau hinschauen, was der macht, weil bei dem Kontext sehr viel Spielraum ist. Das kann eine Liste sein, das kann eine Menge sein. Und an der Stelle kann es ein konsistenter oder ein linker Kontext sein. Es gibt auch Systeme, wo es so wörtlich da steht gemacht wird. Und je nachdem, was man dann mit dem Papier anfangen möchte, muss man da einmal genau hinschauen. Also ich springe reflexartig, ich merke nicht immer sofort, das ist so eine Sache. Auch so ein bisschen. Also es ist quasi eine tatsächliche Set-Menge. Also der Thema eigentlich hier, dass er da viele Variablen hat und er zieht dann eine raus und findet die. Nee, da steht doch, dass wenn x nicht in Delta liegt, dann kann man ein Delta bilden für alle, oder? Ja, was? Also, vorgegeben, das Englisch liegt nicht in Delta, das heißt, ich kann dann für alle auch einführen. Also ja, aus dem Kontext ziehen wir x. Das hier wird, kann man auch immer noch als gültig auffassen, falls zufällig dieses Delta auch als x enthält, aber. Das ist halt alles x. Ja, aber das ist dann irgendwie komisch, weil dann hat man quasi Shadowing. Ja, das ist in der Definition komplett ausgeschlossen durch das Disjunkt-Zeichen. Ja. So, wir haben hier jetzt nur Bools als einen primitiven Datentyp, aber das reicht uns schon, um andere Datentypen zu definieren, nämlich das Produkt von zwei Typen A und B können wir definieren als eine Funktion, so eine polymorphe Funktion, die erstmal einen Typ Y annimmt, dann eine Funktion, die ein A nimmt, dann ein B nimmt und dann ein Y zurückgibt. Und so eine Funktion wird abgebildet auf ein Element von Y. Und die Idee dabei ist, dass so eine Funktion von diesem Typ, die kann nichts anderes machen, als diese Funktion hier anzunehmen und hier ein A und ein B einzusetzen und damit ein Y zu erzeugen, was dann zurückgegeben wird. Der Kontext von diesem Typ ist enthält genau A und B, ne? Oder eventuell noch andere Typen, ja, nicht Y. Genau. Ja. Bedeutet das, dass ich von draußen sagen kann, ich will jetzt für Y einen Blob haben, dann kriege ich einen Blob, wenn ich gegen ein A und ein B habe. Also wenn du einen Wert hast von diesem Typ, der hier definiert wurde, Product von A und B, ja, dann kannst du diesen Wert, was eine Y-Funktion ist, eine Funktion übergeben, die den A und B akzeptiert und dann irgendein Y berechnet. Aha. Ja, und dann kriege ich das Y zurück. Genau. Damit habe ich die Information von A und B quasi, genau, weg. Ja, rausgezogen aus diesem Wert von dem Product AB. Das ist so ein bisschen wie diese Inversion der Kontrolle bei Kartenpolitik. Du hast hier nicht direkt irgendwie ein Tupel A über B zur Verfügung, aber du kannst. Aber ich habe eine Lücke für A und B und. Für alles, was du dann machen willst, ja, genau. Wenn du zum Beispiel von so einem Tupel die erste Komponente des A her
kriegst du dieser Funktion halt die Funktion, die den Arm B nimmt und das B jetzt in der Mitte das A wieder zurückgibt. So kannst du das A rausrechnen, ja? Und den kannst du genauso rausrechnen und genauso weiter rausrechnen. Ich habe jetzt ja meinen Vortrag zur Hohlfrau-Rechnis auftreten. Das Schlimme ist, das verwende ich vermutlich täglich, aber. Ich vergesse das als Pädagogik schon genannt worden. Nee, ich verwende auch nicht. Ich verwende auch oft Continuations als Eingaben, weil ich noch irgendeinen Wert noch brauche, den ich aber von hier gerade nicht habe, sondern von außen brauche. Mhm. Ist dann im Endeffekt das gleiche. Sehr wichtig. Also ich habe quasi. Induktiven Datentyp kann man ein sogenanntes Rekursionsprinzip ableiten. Einfach, indem man für jeden möglichen Konstruktor, jeder mögliche Konstruktor wird hier so eine Funktion, die hier angenommen wird, und jeder Parameter dieses Konstruktors wird ein Parameter in dieser jeweiligen Funktion. Und so erhält man ein Rekursionsprinzip. Und was ich hier hingeschrieben habe, ist einfach nur das Rekursionsprinzip für den Produkttypen. Hier steht das Rekursionsprinzip für den Summentypen, weil der Summentyp hat ja zwei Konstruktoren, einmal left und einmal right. Left, der Left-Konstruktor, nimmt ein A als Argument an, der Right-Konstruktor nimmt ein B als Argument an. So. Und dann muss ich hier nur noch ein paar Ys hinzuschreiben und dann bekomme ich das Rekursionsprinzip. Jetzt hat man das Pattern-Matching. Jetzt kann man sagen, das mache, wenn du ein A kriegst, das mache, wenn du ein B kriegst, und am Ende kriegst du das Ergebnis, was du haben willst. Ja. Und davor kriegst du mal den A und den B. Ja. So, so eine Funktion. Hier, die Idee dabei ist, so eine Funktion, weil die polymorph in Y ist, die kann nichts über das Y annehmen. Die kann nur Folgendes tun, entweder die erste Funktion aufrufen mit einem A als Argument oder die zweite Funktion aufrufen mit einem B als Argument. Weil es gibt keine andere Möglichkeit, ein Y zu produzieren. Die natürlichen Zahlen sind folgendermaßen. Wenn man eine Funktion f hat, eine natürliche Zahl n, dann kann man diese Funktion f kann man n mal iterieren. So, und man kann sagen, eine natürliche Zahl ist einfach nur eine Funktion, die eine Funktion annimmt und einen Wert und dann diese Funktion n mal auf diesen Wert anwendet. Das ist eine Funktion, die einen Wert annimmt und fix zurückgibt. Ja, fix gibt es ja nicht. Ja, ja, aber. Das ist ja nur die Signatur von Hand, ja, das ist eine Obsession. Ja. Ja. Wie ist das für die Signatur? Der Datentyp, ja, diese Rekursionsprinzip, das hast du genannt. Rekursionsprinzip. Ja, Rekursionsprinzip. Ja. Man kann das vielleicht erweitern, diese Regeln, die ich gesagt habe. Nämlich, wir haben hier einmal den Zero-Konstruktor. Zero-Konstruktor ist kein Argument, deswegen haben wir hier direkt ein Y stehen. Und dann haben wir den Successor-Konstruktor. Der Successor-Konstruktor nimmt ein NAT und gibt ein NAT zurück. Und wir übersetzen hier NAT einfach mit dem Y. Und dann haben wir das hier dran stehen. Der rechte Teil, also das, der Klammer, ist quasi der Typ von der Funktion fix. A nach A, Funktion von A nach A und gibt ein A zurück. Ja, das ist dasselbe Typ, den fix haben würde, wenn es fix hier geben würde in diesem Video. Kann man überhaupt anders als die Funktion fix implementieren, wenn man den Typen hat? Ja. Zum Beispiel kann man die Funktion hinschreiben, die ein x nimmt, ein f nimmt und dann f von x zurückgibt. Ah ja. Das würde der Zahl 2 entsprechen. Aber man kann nichts machen, was nicht irgendwie und ich kann nur f mehrmals auf a anwenden. Ja, genau. Ja. Das ist die Idee. Aber, ja. Die Anzahl der Anwendungen von f auf a, ist das kodiert dir eine Zahl. Das ist die einzige Wahlfeier, die du hast, die du so. Und Listen kann man kodieren mit einem als
der Fold dieser Liste. Beim Folden gibt man einen Anfangswert an, man gibt eine Funktion an, die ein Listenelement nimmt, so dann den momentanen, wie nennt man das, Akkumulator oder und den nächsten Akkumulator zurückgibt. Das ist, wenn man das vergleicht mit NAT, dann ist das genau dasselbe, nur dass man hier noch ein A stehen hat. Man hat also ziemlich dasselbe wie die List von Figure. Genau. Naja, NAT ist ja auch nichts anderes als die List von Figure. Genau. Was hast du gesagt? Ja. Danke. Aber Konsistenz. Aber Konsistenz will nur sein. Das ist ja auch das weil das, ich weiß nicht, in welchem Kontext das war, dass du halt statt Doppelpunkt Doppelpunkt A, Doppelpunkt Doppelpunkt Unit nach A ja. siehst und dann kannst du damit tolle Dinge tun. Ja, genau. Wir könnten ja auch Bools kodieren. Ich habe es Bool-Strich genannt, weil wir Bools schon haben. So, und zwar Bools nehmen einfach nur zwei Werte von Y und geben einen Wert von Typ Y zurück. Und die Idee dabei ist, eine Funktion, die diesen Typ hat, dann immer nur zwei Y nimmt und dann entweder den ersten oder das zweite Y hier zurückgeben. Und je nachdem kodiert diese Funktion eben True oder False. Jetzt will ich dann die If-Funktion einfach identifizieren. Genau. Und True wäre zum Beispiel konstant. Dann habe ich eine A-Werte gemacht. Genau, gut, ich kann das auch. Das ist ein Copy-Fehler hier. Das ist ein Copy-Fehler. Oh, ja. Das ist ein Copy-Fehler. So, wir wollen noch definieren, was Terme sind. Und zwar haben wir haben True, wir haben False, wir haben If Then That. Wir haben Lambda-Abstraktionen. Wir können einen Term auf einen anderen anwenden. Das ist wie in Haskell geschrieben mit einem Leerzeichen. Wir können in einem Term auch über einen Typ abstrahieren. Das ist geschrieben mit dem großen Lambda. Und wir können einen Term auf einen Typ anwenden. Und solche Terme, die können ja Variablen beinhalten. Oh, ich habe hier Variablen vergessen. Hier muss man noch sich vorstellen, da ist noch ein kleines x irgendwo. Terme können auch Variablen sein. So, und solche Terme machen Sinn in einem Wertekontext. So, ein Wertekontext, der enthält solche Paare, bestehend aus einem x und einem Typ tau. Typen Tau, die machen natürlich nur Sinn in einem Typ-Kontext Delta. Und zwar müssen die freien Variablen von all diesen Typen Tau 1 bis Tau n, die müssen in diesem Typ-Kontext Delta liegen. Das wird formalisiert durch dieses Urteil. Und die sind disjunkt zu allen anderen. Oder müssen die, also wenn ich irgendwie ein x aus meinem Gamma ab, dann kann dieses x nur im Kontext von einem Delta liegen, nicht von mehreren, oder ist das nicht gesagt? Im Endeffekt. Verstehe nicht ganz, was du meinst. Können Werte in mehreren Typen liegen? Ja, weil man könnte ja zum Beispiel. Das ist ja eine Menge von Paaren, der Kopf verschmeißt. Ja, das ist zum Beispiel möglich. Zum Beispiel kann eine. Bei Haskell ist ja nicht so simpel. Bei Haskell kann ich. Es ist wieder die Frage, muss der konsistent sein, der Kontext? Oder darf das so wild übereinander x, null, x, nachts? Irgendwas sein. Muss ich sagen, die Frage ist wirklich als Frage, wie sauber man das als möchte. Also die Frage ist halt irgendwie A ist gleich A oder B und Fu ist gleich A oder B und Bar ist. B, C oder D, wobei B das gleiche B ist wie in einem anderen Typ. Dann wirklich der gleiche Wert. Oder macht es auch keinen Sinn, das so zu formulieren? Ist dann nur ein Label, was halt zufällig gleich weiß wahrscheinlich.
Was ist jetzt mit ich habe nicht verstanden. Wenn der Wert namens B in Typ 1 und in Typ 2 liegt. Aber was heißt das? Aber das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Weil also müssen halt. Also jede Variable hier kommt gleich mit Angabe von ihrem Schiff. Ah, okay. Also das selbst. Aber dafür ist es gleich Variable auf der anderen Seite verschiedene Schiffe. Ich würde einfach sagen, die Variablen dürfen immer nur einmal vorkommen. Also ja. Die Hardliner-Version der Theorie verlangt das. Hier steht ja auch, dass sind paarweise verschiedene Kernvariablen hier stehen. Ja. Aber jetzt mal rein von der Mathematik, du bist doch Mathematiker, oder? Ja. Jetzt mal rein von der Mathematik, wenn ich sage eine Menge, ja, da steht auch eine Menge von Paaren. Der Doppelpunkt ist ja nur eine Notation. Ja. Ja, das ist hier rein syntaktisch erstmal. Aber da steht ja doch, der Dx ist ja schon paarweise verschieden, das ist schon richtig. Ja. Dadurch ist das ein konsistenter Kontext, das ist eine Art von Also das kann man auch formal immer schnell. Ja gut, aber ich habe ja nur begrenzt Platz. Ja. Es ist aber auch die Frage, was ist gemeint? Das ist meist konsistent Kontext. Erstens sind jetzt wie jedes X einzieht, aber ab dem Namen kommt hier nur einmal vor. Aber das sagt die Regel da unten rechts nicht, wenn wir schon wieder beim Nitpicking sind hier bei was. Ja, gut, weil das sagt nichts über die Konsistenz des Gammas, aber das ist so. Du müsstest dann eine Nebenbedingung machen, dass jetzt das X und die Gamma noch nicht drin ist. Ja. Naja, ich sage dir erstmal, was so ein Delta ist. Und dann sage ich, wann so ein Delta und ein Gamma zusammenpassen. Und das setzt schon voraus, dass dieses Gamma schon legal ist. Und legal heißt, dass das X1 bis XM paarweise verschieden sind. Aber um das Recht halt. Die letzte Regel drückt das nicht aus, dann hast du dann schlechten Form des Gamma raus. Hängt jetzt noch mal, wie man das auch liest, ne? Ja, das muss man eben alles so lesen, dass man Sachen umbenennt und das jung macht. Ja. Ein Pünktchen würde es vor allem nicht so gut machen, aber dann steht es immer noch nichts. Also, nee, dass das X nicht der Gamma ist. Ja, man kann hier natürlich das auch in die Square Brackets nehmen und dann das halt so auffassen, dass man sagt, zwei Kontexte sind disjunkt, wenn ihre Variablen disjunkt sind. Und der Punkt? Ja, aber was war denn? Gemeint war, dass man hier das hier steht für den leeren Kontext. Leeres Gamma. Also leere Menge. Ja. Also es ist quasi. Also Delta ist ja ein Set aus Typen. Delta ist. Also das kann man jetzt so lesen. Der leere Wertkontext ist auf jeden Fall passt zusammen mit dem Delta. Und wenn hier dieses Gamma mit dem Delta zusammenpasst, dann können wir hier zu diesem Gamma noch eine weitere Variable x hinzufügen von einem Typ Tau, wobei Tau ein Typ in dem Kontext Delta ist. Und wir haben hier stillschweigend steht hier noch dran, dass dieses X nicht hier in diesem Delta vorkommt. Ja, okay. In Gamma. Ja. Also musst du auch mal in dieser Meldung machen, dass wir sowas formalisieren. Wenn man das mal gemacht hat, wenn das nicht hinschaut. Ja, das Problem ist, wenn man das hier formalisiert, dann wird das alles aufgebläht und dann damit weniger verständlich. Also besser ist es einfach zu lernen, wie man solche Sachen zu lesen hat. Und da muss man als Leser schon immer auch etwas Arbeit reinstecken, damit man das versteht. Aber das ist es wert, weil wenn man das alles total formal machen würde, dann würde man das, wäre das einfach nur so eine lange Regel. Was die Leute dann auch zwischen machen, ist, sie arbeiten nicht mit Mengen von Variablen-Deklarationen, sondern mit Familien. Also mit Listen, die eine Anordnung haben. Und dann braucht man extra Regeln, die erlauben, dass man jetzt Variablen einfach nur in der Nennung vertauscht miteinander in der Reihenfolge. Also ich werde jetzt wirklich ganz viel. Es gibt auch noch einen philosophischen Grund, warum man vielleicht nicht Mengen nehmen sollte, sondern Familie. Weil man keine Mengentheorie voraussetzen will, um über diese Mengen sprechen zu können. Es ist hier nicht ganz so schlimm, weil man arbeitet hier nur mit endlichen Mengen und dafür brauche ich keine full-blown ZFC-Mengen oder sowas, aber eigentlich will ich super syntaktisch bleiben und in der Syntax gibt es halt nicht Mengen von ihm, sondern einfach nur Zeichenketten, also eher Familien. Ja. So, und das hier sind die Typ
regeln. Wenn wir V gleich True oder False haben, dann hat V den Typ Bool. Erstmal die Variablenregel. Wenn wir eine Variable X von einem Typ Tau in unserem Kontext Gamma drin stehen haben, dann ist X Doppelpunkt Tau ist auch ein valides Typurteil in diesem Kontext. So, das wird heute selbstverständlich sein. Was hier ist Typanwendung, wenn wir F haben von Typ Tau 1 und Tau 2, und wir haben in unserem Kontext haben wir ein T vom Typ Tau 1, dann können wir dieses F anwenden auf das T und wir bekommen ein T2. Hier bei Abstraction nennt man diese Regel, das ist die, wie man so ein Lambda einführt. Hier wird auch vermutlich angenommen, dass dieses X disjunkt ist, nicht in diesem Gamma drin steckt. Genauso hier. Und hier, das ist vielleicht die interessanteste Regel, die beschreibt, wie man einen Wert oder wie man einen Typ auf einen Wert anwendet. Nämlich, wenn T den Typ hat für alle A, Tau-Strich, wobei dieses Tau-Strich, das kann das A beinhalten, dann hat T angewendet auf Tau, hat den Typ, wir nehmen dieses Tau-Strich und wir setzen in Tau-Strich alle Vorkommen von A durch das Tau. Ja. Man könnte meinen, dass man... Das ist ein K-Ding, ja. Das ist die Polymorph-Applikation. Das ist ja auf Polymorph-Verzerrung. Ja. Man könnte meinen, dass wenn man so anwendet, man hat ja hier Abstraktion auf Typenebene, also hier Abstraktion von Typen, das gibt es hier einmal auf Termebene und einmal auf Typebene. Man könnte meinen, dass das vielleicht auch so was wie Anwendung von einem Term auf einen Typ, dass das auch einmal gibt. Das gibt es auf Termebene. Man könnte ja meinen, dass das auch irgendein Pendant auf Typebene hat, dass man da in der Definition von Typen, dass man da auch stehen hat, was es heißt, einen Typ auf einen anderen anzuwenden. Aber das ist eben nicht so, weil man kann hier einfach hinschreiben, die Ersetzung von allen Vorkommen von eben A durch Tau. Man kann vielleicht anmerken, dass man in Haskell die unterrechte Regel auch hat eigentlich, nur dass sie nicht explizit verhandelt wird. Also in Haskell, wenn ich eine polymorphe Funktion habe, vielleicht eine solche Funktion, die ja für alle möglichen Arten von Listen klarkommt, und die aufgeführt in Haskell, dann muss ich in Haskell nur eine Sache machen, nämlich ich übergebe halt als einziges Argument die zu sortierende Liste. Aber was hinter den Kulissen passiert, ist, dass dort eigentlich zwei Argumente bekommt, nämlich erstmal den Typ, welche Art von Sache da sortiert werden soll, und dann die Liste selbst. Und hier ist es halt explizit gemacht. Das ist übrigens, sagt euch, Dorras, D-H-A-L-L. Gabriel González wollte eine nicht Turing-vollständige Konfigurationssprache machen und der nutzt System F Omega. Und da musst du eben Typen, wenn du Funktionen schreibst, musst du immer erst den Typen auch übergeben. Als Wert vom Typ. Das ist was hier quasi auch passiert. Und paarweise verschieden heißt, das habe ich einfach nicht gewusst, was das heißt. Das heißt, ich denke, dass, also, was ich mir entschlossen habe, bedeutet, dass paarweise verschieden bedeutet, dass, wenn ein X links vorkommt, du meinst hier, dann darf es nicht ein zweites Mal links vorkommen, oder? Ja, genau. Das wird immer, wenn ich hier ein XI und ein XJ, wie mir herausnahme, wobei I und gleich J ist, dann ist auch x, i und gleich xj. Ja, das sind zwei verschiedene Variablen. Unsere Einbauung ist einfach, dass wir so einen Kontext, was so eine Ansammlung von Variablen-Deklarationen ist, dass man jede Variable nur einmal deklariert werden darf. So jede Variable ist in einem anderen, nur in einem Typen. Ja, genau. Jede Variable ist vielleicht mit einem gewissen Typ deklariert. Ich kann nicht in demselben Kontext erstmal den x einführen oder den fu einführen vom Typ int und dann ein paar Komma verweigert. Nochmal den Fu einführen. Das ist hier noch. Das ist genau das. Also es wäre aber nicht schlimm, wenn man es erlaubt würde, wenn man es da ein bisschen aufpassen muss. Dass man checkt, dass es
Da musst du auch diese Situationen halt richtig machen. Richtig, das ist das Thema. Und das, wenn es nicht verpflichtet ist. In meinen Testen geht das ja auch. Ne? Ich kann ja, wenn ich mit einer Funktion deklariere, dann kann ich ja sagen, let foo ist gleich Sitze, aber dann kann ich weiter schreiben, in let foo ist gleich 90. Shadowing, genau. Und das geht ja alles, das macht nur halt die Level des Kopfschmerzen für den Wesen der Programmierer. Das macht Geld unter Ringen. Genau, ja. Und die wollen wir halt ausschließen, deswegen ist es normalerweise nicht. Leer ist, gibt die True
Und die, wenn jetzt diese Listenfunktion, ist ja gegeben durch das Verholte auf dieser Liste, an mit wir folden, wir produzieren einen Wert Bool durch dieses Fold und wir geben als Anfang, geben wir True an und als ja, Akkumulatorfunktion geben wir die Funktion an, die einfach nur konstant False zurückgibt. Weil diese Akkumulatorfunktion wird genau dann aufgerufen, wenn die Liste mehr als 0 Elemente hat und in dem Fall ist dann das Ergebnis False. Ansonsten, wenn die Liste keine Elemente hat, wird True zurückgegeben. Wir können zwei Listen zusammenhängen, indem wir zuerst die Akkumulatorfunktion von der einen Liste anwenden auf diesen initialen Wert, den wir akkumulieren wollen, und dann auf das Ergebnis davon diese Fold-Funktion der zweiten Liste anwenden. Mit Anfangswert zum Ergebnis und derselben Akkumulatorfunktion. vorgekommen. So, wir
müssen wir auch definieren, was die Auswertung von so Termen ist. Nämlich, wenn wir if true, then that, else, dann wertet das aus zu dem, was hier steht. Ansonsten wertet das hier aus zu dem, was hier steht. Und wenn wir so einen Lambda-Term haben und wir haben ein Argument davon, dann wertet es so aus. Und genauso ist, wenn wir hier ein Groß-Lambda haben und wir wenden das an auf einen Tau, dann nehmen wir einfach nur diesen Term T und wir ersetzen diesen T alle Vorkommen von X und Tau. Wie kann ein Term einen Typ enthalten? Aber das ist in diesem System so, weil jede Funktion ist auch annotiert mit ihrem Eingabetyp. Wie man auch als Variable. Oder? Wie man aber nur auf der rechten Seite vom Doppelpunkt als Variable. Also man hat hier jeder Term, diese Lambda-Abstraktion, hat hier auch ein Tau. Genau, und das darf man nur nach dem Doppelpunkt vorlegen. Aber als Variable ganz normal. Als Typ oder? Ja. Als Typ aus, genau. Bei ihm das Tau, auch eine Folie, die ich Ihnen gezeigt habe, das kann entweder ein primitiver Typ sein, wie früher, oder ein Funktionstyp oder sowas, oder es kann ein längerer Typ Ausdruck sein, der vielleicht sogar ein paar Typ Variablen enthält, die später irgendwann mal durch die untersten Zeilen, die jetzt von einem Tau ist, mal supplied werden. Curry, ganz außen wird dann. Ja, und wir haben es quasi eben auch schon gesehen, weil da wurde ja mehrmals in diesem Typ groß Y ganz wichtig geschrieben. So, das sind nochmal Closures quasi, die eventuell noch eigene Typvariablen haben, also beliebigen Rang vor was. Genau, das ist das Wichtige. Das System F oder Lambda 2 darfst du. Das ist schon krass. Also das kannst du dann quasi wirklich alles machen. Nicht alles, aber das ist sehr viel machen. Also das nennt sich auch polymorpher Lambda. Das ist echt polymorpher Lambda. Das ursprüngliche Haskell hat ja nur wirklich in der Polymorphie oder in L und Polymorphie, was also nicht ist überhaupt keine Polymorphie. Dann später zurück und dann alles oder nichts. Ich glaube, die Mail hat doch schon Polymorphie, also, aber nur eingeschränkt. Also man kann jetzt, man hat zum Beispiel Probleme. Das ist die Illusion einer Polymorphie und in Wirklichkeit ist da gar keine Polymorphie, das ist ein Taschenspieler zu nehmen. Du kannst das, was du gerade sagtest, um hier zu kommen, also bei den Lambdas schreibst du hier Typ-Annotationen ein und dann machst du auch Bindungen und dann kannst du auch Typ-Bindungen machen. Im Integrator-System kannst du das zwar so präsentieren, dass du bestimmte Situationen das kannst, aber du kannst das auch alles weglassen. Das würdest du das für alle erstmal explizit, sondern implizit, weil es. Also du kannst über das System so reden als eine Teilmenge von dem System, aber das ist sozusagen die Rekonstruktion dessen. Der eigentliche integrierende Ansatz ist ohne Typbinder. Das ist nur so ein Taschenspielertrick. Deshalb lässt dann nachher verallgemeinert werden. Also lass uns quasi über alles weg, einfach zu machen. Ja, damals gab es das noch gar nicht. Das ist eine spätere Entwicklung hier. Also retrospektiv kannst du deine Kinder mit der Notation verstehen und sagen, wie wir haben das dürfen, haben wir bestimmt nicht über die Hals. Man konnte an bestimmten Stellen stehen, wo man den Netz reden darf. Dann kannst du das retrospektive Liste einbringen. Aber eigentlich die Essenz von Tony Miller ist, wir haben gar keine Polymorphie und erzeugen die Illusion, wir hätten sie. Okay, also GRC kann mittlerweile das auch anders, aber. GRC ist so aufgebaut, dass die vom System F, und das war gesagt, wenn wir ein ganzes System F drin steckt, das ist. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die machen das so, die haben ja in dem Minder-Typsystem und das wird dann alles übersetzt in dann ein paar. Ja. Es gibt da so eine Chord-Sprache und die besteht aus nur ein paar Konstruktoren. Und ich schätze, dass hier ist, die haben da System F. Die haben jetzt wahrscheinlich, wo sie Dependent Haskell machen, haben sie das wahrscheinlich aufbauen müssen. Und mehr als das dann. Genau, weil man braucht natürlich auch dann abhängige Funktionen. Also sie hatten schon länger Rank-N-Types, dass sie ja, genau, da haben sie das innerhalb von linken Bindern beliebig tief machen kannst. Ja. Also das geht schon. Die Rank-N-Types hat man ja in System F, aber die hat man, glaube ich, nicht in normalen Intel-Milder. Das war es. Da hast du das alles nicht. Und in L hat immer noch das eine Intel-Milder-System. Das ist
interessant, dass es also seit 30 Jahren oder 130 Jahren sich jetzt nicht verändert. Das geht ja wahrscheinlich auch anders, aber nicht so präzise. Da könnte man explizit nochmal diskutieren, wenn man auch mal explizit die MS-Session. Wir benutzen es ja heute noch, das sind jetzt Überlebende der ML-Community. Ich habe manchmal den Eindruck, weil man im Essen so viel machen kann, hast du dann da so ein Boilerplate drumherum oder so. Und dann ist man selber ab. Es ist sehr schlicht, ML ist extrem schlicht. Und dann macht man, dann hat man weniger Ambition und dann kommt man schneller zu ziehen. Wir müssen noch definieren, was zwei Terme äquivalent sind zueinander. Und zwar können wir das schon sagen für Terme vom Typ Bool. Nämlich, was Theorie, die hier nicht steht, ist, dass jeder Term vom Typ Bool, den kann man entweder, das ist entweder ein Wert, Werte sind true oder false, oder diesen Term kann man reduzieren. Ein Reduktionsschritt. Und die Reduktion determiniert auch immer, und zwar auch immer mit dem gleichen Ergebnis. Man kann ja vielleicht mehrere Reduktionspfade haben. So, man definiert jetzt einfach, zwei Terme B und B' sind gleich, wenn entweder beide auf true reduzieren, oder der andere Fall wäre, dass beide auf false reduzieren. Also diese beiden Terme B und B' liefern dasselbe Ergebnis. Ich habe noch eins vergessen hier zu sagen, diese Reduktionsrelation ist nicht ganz vollständig. Normalerweise gibt es da noch mehr Regeln, die zum Beispiel besagen, dass wenn wir die Funktionsapplikation haben, f wird angewendet auf t und t reduziert zu t', dann reduziert auch f von t auf zu f von t'. Das soll das hier da oben heißen. Genau. So. Das ist für Lambda, also für die Lambda-Termstruktur, die Applikation. Genau. Das heißt, wir können am Ende, wenn wir komplett erstes alles fertig anwenden, also alle Werte geben, dann kriegt man am Ende immer nur 0 zurück. Ja, also weil das ist ja der einzige grundlegende Datentyp, den wir haben. Ja, genau. Man bekommt entweder schlussendlich ein True oder ein False raus. So, und wenn wir jetzt definiert haben, wann zwei Terme von Typ Bool äquivalent sind, können wir auch definiert, wann zwei Terme von irgendeinem Typ A äquivalent sind. Nämlich, wir nennen die Beobachtungsäquivalent, wenn wir für alle Funktionen, also das hier sind Funktionsterme, von A nach Bool, gilt das, wenn wir diese Funktion anwenden auf t und t', dass dann immer dasselbe Bool rauskommt. Also entweder zweimal hier true oder false. Der Kontext, den sich das abspielt, ist immer der leere Kontext, oder? Ja. Genau. Wenn ich hier immer schreibe, irgendwie zum Beispiel f a nach Bool, dann meine ich eigentlich leerer Kontext, turns type Symbol f a nach Bool. Genau. Weil auch schon die Sache vorher, du hast ja wirklich jetzt gesagt, dass es stimmt, dass jeder Term vom Typ Bool zum Schluss evaluiert zu true oder false. Ja. Das ist ja nur dann weg, wenn man in einem leeren Kontext ja. arbeitet. Ja. Weil wenn ich in einem Kontext vielleicht noch einfach eine Variable, zum Beispiel mit dem Namen Fu hätte vom Typ Bool, dann wäre es auch möglich, dass das Ergebnis, wenn ich fertig evaluiert habe, die Variable, ja. Variable Name Fu sozusagen ist. Aber das ist weder true oder false, sondern eine Variable. Ihr meint, dass der Wertekontext fehlt, also nicht unbedingt der Typ-Kontext, oder? Weil zum Beispiel müsste ich ja nicht, dass das Wort A da sein könnte, wenn man Typ-Kontext fehlt. Naja, auch im leeren Kontext hast du ja Typ-Ausdrücke. Zum Beispiel auch Typ-Ausdruck Bool oder Typ-Ausdruck Bool-Pfeil-Bool. Aber trotzdem hatte ich jetzt zunächst den Wertekontext gemeint. Achso, genau, hier steht bei A ein Typ und damit ist gemeint ein Typ im leeren Kontext. Ein Typ-Ausdruck im leeren Kontext. Okay. Also A ist hier überhaupt nicht eine Typvariable oder so. Nee, nur. Genau. Also ich schätze, man könnte hier sogar doch Typvariable zulassen. Es gibt quasi zwei dieser Art. Entweder sagst du, A ist hier ein Metaplatzhalter für irgendeinen längeren Ausdruck in deren Kontext. Oder du sagst, A ist eine Typvariable. Die ergibt natürlich dann nur Sinn in irgendeinem Typkontext, der unter anderem die Typvariable groß A. Aber das ist ja, wenn das
Und ja, Licht gibt es, denke ich auch, aber zunächst sind es zwei verschiedene Dinge. Und man muss auch nicht weiter. Ja, also es gibt verschiedene Gruppen, was halt nicht passiert. Ja, man kann das ja auch noch verallgemeinern auf Situationen, in denen man keinen leeren Kontext hat. Ja, Preston ist jetzt in dem Wort der Vampir Observation. Das ist gar nicht so ein Wort der Vampir. Das ist ein wenig anderer Zugang. Das hier ist, ich habe das alles mir so überlegt, weil ich fand es ein bisschen kompliziert in dem Mortar-Papier, weil der Mortar, der arbeitet dann noch mit Interpretationen, die durch einen Frame gegeben ist, was auch immer das ist, und das muss noch mehrere Axiome erfüllen, und ich würde gerne eine Interpretation angeben, die aus Termen wieder Terme macht, ja, in demselben System. Also nicht semantisch. Nicht irgendwie in der Kategorie interpretieren. So hat er es gemacht. Wortler hat das, man könnte das wahrscheinlich kategorien theoretisch lesen, aber, ja, okay, aber es werden keine Kategorien. Ja, ja, okay, aber er hat quasi mehr Sinn. Er hat, ich spiele über Semantik. Ja, dass diese genau. Genau. Dann habe ich das so ein bisschen formalisiert und dann habe ich. Das ist wirklich gar keine Semantik. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass mein Lieblingsbuch auch ein Kapitel, nämlich Kapitel 48, war. Paran, also über freie Theoreme hat. Und da habe ich dann festgestellt, dass das Lieblingsbuch das genauso macht, wie ich das brauchte. Ich habe mir zum Beispiel diesen Typ Bool, den verwende ich hier, damit ich definieren kann, wann zwei Terme äquivalent sind. Und genau deswegen habe ich Bool auch als primitiven Typ eingeführt und nicht dieses Bool-Strich genommen. Und dann der Bob Harper macht das in Practical Foundation for Programming Languages ganz genauso. Und da findet man auch eine Definition für Beobachtungsäquivalent, die auch im Licht der Kontext funktioniert. Ist Beobachtungsäquivalent so ein mathematisches Wort, was man überall verwendet für so ähnliche Sachen, oder ist es jetzt nur hier? Also das hier. Solche ähnliche ähnlichen Definitionen findet man auch in vielen Feldern der Mathematik, dass man sagt, zwei Sachen sind äquivalent, wenn es alle Testfunktionen zum Beispiel äquivalent sind. Also ich kenne es halt als Gleichheit. Das hat ja dieses philosophische Prinzip eingeführt. Das ist nicht bestanden auch so benannt. Deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt. Also Observation Äquivalent habe ich in vielen Varianten schon gelesen. Ist dann überhaupt nicht klar, was ich meine. Das ist in dem Kapitel 48, was ist dann Observational Equivalence? Das ist die Qualität. Das heißt Observational Equivalence. Also, was du hier machst, um zurückzugehen auf deine Präsentation, du hast also für den Term Sprache wie Google, dieses F-Paracool, es gibt ja Prädikate innerhalb der Sprache. Ja. Und dann wird die Idee verleiht, dass das nämlich T und die Strich sind, heißt dann gleich, wenn alle Eigenschaften gleiche Wahrheitswert geben kann. Ja. Das ist was du hier geschrieben hast, oder? Das meinst du damit? Ja, das ist gleich. Das ist gleich. Das heißt, die zwei Dinge heißen gleich, wenn sie beliebige Prädikate den gleichen Wahrheitswert geben können. Ja. Gilt dann auch, dass wenn ich ein Prädikat auf die beiden T's anwende, dass die dann keine Äquivalenz sind? Oder macht es keinen Sinn? Wenn ich dich nicht verstanden habe, dann ist das genau die Definition. Also oben wird ja definiert, was auf dem Boolean Gleichheit ist. Genau. Strich. Ja. Und unten für beliebige Terme. Ja. Das kompliziert der Typ. Das macht der Quick-Check genau. Und nicht unbedingt komplizierter Typ. Also wenn man hier als A auch wieder Bool verwendet, dann kommt hier genau wieder dasselbe raus. Also, guck mal, das ist schon spannend hier, dass dein Reflex so kam, weil der Leibniz so sehr abstrakt und so. Ich kenne da nur die Kekse. Also der Quick-Check hat halt einfach irgendwie so eine Testable-Typ-Klasse und die hat eine Instanz für Bool natürlich. Bool ist testable und im Sinne von, ja, wenn es true ist, dann ist der Test successful und wenn es false ist, dann ist der Test nicht successful. Und dann hat sie eine für A nach Bool, also für Funktion von A nach Bool. Und dann schmeißt sie halt A Dinge in A rein und schaut, ob die true ist für 1000 Möglichkeiten und faltet über so, wenn nicht über so eine Konvention.
zuständig für Macht und Zwischenlinien. Man kann für zwei, es gibt zwei Möglichkeiten, die Funktion, es gibt zwei Funktionen, 3+, die eine natürliche Zahl n nimmt und dann 3+n zurückgibt. Und es gibt die Funktion m+3, die nimmt eine Zahl n und gibt m+3 zurück. Und diese beiden Funktionen, die sind jetzt nicht offensichtlich äquivalent, weil sie allein aus diesen Reduktionsregeln folgt noch nicht, dass sie äquivalent sind. Aber sie sind beobachtungsäquivalent, weil m+3 ist ja tatsächlich dasselbe wie ganzes n. Und hier in unserem System F würde die beiden Funktionen folgendes entsprechen. Eine Funktion wäre, wir nehmen so eine natürliche Zahl, ist ja, nimmt ein initiales Element, dann so eine akkumulative Funktion. Und eine der beiden Funktionen m+3 und m+n würde folgendes machen. Die nimmt den initialen Akkumulator, dann wendet sie f dreimal auf diesen Akkumulator an und dann gibt sie die Akkumulatorfunktion und diesen Wert ffa an die Zahl n. Eine andere Implementierung würde folgendes machen. Sie nimmt den initialen Wert, die Akkumulatorfunktion, und ruft erstmal n von initialer Wert und Akkumulatorfunktion auf und tut dann hinten dran nochmal dreimal f an, aufrufen. Das muss jetzt sein. Das ist äquivalent. Achso, wir sind ja gerade in der Folge mit der ganzen Sache, die heißt Theorems for Free. Ja. Langsam. So, Interpretation von Typen. Wir wollen jetzt Interpretation von unseren Termen und Typen definieren. Nämlich, wenn wir einen Typ-Kontext haben, dann ist eine Interpretation davon eine Abbildung, die jeder Typvariable in unserem Kontext einen geschlossenen Typ zuweist. Das Typ und ein Punkt, das sind Typen im leeren Kontext, die enthalten also keine freien Variablen. Allgemeiner definieren wir folgendes: Diese Menge Types Delta Schlange ist die Menge aller Typen, die im Kontext Delta Schlange wohl definiert sind. So, da aus so einer Typumgebung bekommen wir eine Abbildung, die Typen, die auch Variablen im Kontext Delta beinhalten können, Typen macht, die keine Variablen im Kontext Delta mehr haben. Indem wir jede Typ-Variable können wir übersetzen, indem wir unseren Kontext darauf anwenden. Wir müssen auch noch zulassen, dass wir hier Typ-Variablen drin haben, die nicht in unserem Delta stehen. Für solche Typ-Variablen geben wir einfach die Typ-Variable selber wieder zurück. Bool wird übersetzt in Bool. Funktionstypen werden übersetzt, indem wir die Übersetzung auf Eingabe und Ausgabe anwenden. Und solche eigenquantifizierten Typen, dort können wir erstmal ohne Einschränkungen annehmen, dass unsere Typ-Variable nicht weder in Delta noch in Delta-Strich vorkommt. Und dann können wir definieren einfach, indem wir hier diese Übersetzung reinziehen. Das ist ja eine Alpha-Konversionsregel für das Regelverfahren. Dann summiert man das in der Einstellung so, dass das einfach nicht passiert. Ich verstehe nicht, was machst du denn? Wie realisiert man dieses Modell? Diese Typsprache und die Termsprache, die war jetzt nicht so gedacht, dass die irgendwo Alpha übernimmt. Das Alpha heißt, dass ich die geholten Sachen einfach umbenennen darf, ohne dass ich neue Identifikationen erzeuge. Also doch, das wird alles bis auf Alpha-Equivalent aufgefasst. Also die Sprache ist irgendwo Alpha übernimmt. Ja.
Menge der Terme dieser beiden Typen. Und zwar fordert man, dass so eine Relation auch die Beobachtungsäquivalenz respektiert. Also wenn T1 Beobachtungsäquivalent ist zu T2, T1' Beobachtungsäquivalent zu T2', dann ist T1 auch relatiert zu T1', genau dann, wenn T2 zu T2' relatiert ist. Und das ist eine Relation zwischen den Termen dieser beiden Typen, ja, im leeren Kontext. Ja, beziehungsweise bei uns muss es so sein, weil wir ja gar nicht Beobachtungsäquivalenz definiert haben, ja, wenn nicht in der Kontext. Genau. Also alle Terme müssen Terme in deren Kontext sein. Ja. Wo nicht noch frei war, ja. Ja. Weil ein wichtiges Beispiel ist, wenn wir zwei Typen haben und wir haben einen Funktionsterm zwischen diesen beiden Typen, dann können wir folgendes die Funktion von f induziert wird zu einem Term y, falls die beiden Terme f von x und y beobachtungsäquivalent sind. Ja, ja, klar, das induzieren wir in Brackets. Für die Brackets. Ja, genau. Oder das hier ist ein Cat, oder? Ja. Ist das der Standard oder von dir? Das habe ich mir ausgedacht. Ich würde es mir passen. Weil das sieht aus, ein bisschen aus wie ein Pfeil nach rechts. Ja. Und eine Funktion ist ja irgendwie etwas, was den Pfeil ausschneidet. Vielleicht lesen als x wird abgebildet auf f. Ja. Ja, genau. Das wird aus diesem f sehr entfernt von einem Funktionstyp, so ist das hier gedacht. Genau. Ja. Und daraus machst du eine mathematische Relation, diese gedachte, ja, Abbildung. Das ist sehr technische, diese syntaktische Vorschrift und eine mathematische Relation zu das sozusagen. Also nichts etwas Platonistisches, vielleicht was syntaktisch ist, ist das hier. Ja. Ja. Also quasi x wird abgebildet von f auf y. Weil ja da dieses, was weiß ich, über die zwei jetzt, die Situation zwischen den Termen da rechts ist. Beobachtungsäquivalent. Okay, die gleichmäßige Qualität zwischen den Termen. Genau. Und das hier ist auch tatsächlich eine Relation, weil wir müssen diese Regel überprüfen. Wenn x relatiert ist zu x-Schlange, dann ist auch f von x relatiert zu f von x-Schlange. Und weil Beobachtungsäquivalenz eine Äquivalenzrelation ist, wird dann auch f von x-Schlange relatiert, ist dann auch f von x-Schlange äquivalent, Beobachtungsäquivalent zu y. Und genauso, wenn wir eine y-Schlange hätten, das Beobachtungsäquivalent ist zu y, dann können wir hier einfach weiterrechnen, y ist Beobachtungsäquivalent zu y-Schlange und wir bekommen f von x ist Beobachtungsäquivalent zu y-Schlange. Du hast einen Doppelpunkt vor dem Fall, wahrscheinlich da weiß eine andere Regel dazu. Nein, das hier ist eine Definition. Achso. Auf der Ebene deines Lines. Ja. Das oben, achso, das oben war der obere Pfeil, war keine Definition, sondern einfach eine Syntax. Oder nach dem folgt. Das hier ist eine Aktion. Okay. Der Doppelpfeil oben rechts sagt, du willst, dass die beiden Wahrheitswerte, die links und rechts vom Pfeil stehen, einmal a von T1.f' und einmal a von T2.f'. Dass die immer derselbe Wahrheitswert sind. Entweder sind beide true oder beide false. Mit true false meine ich hier in der Mythologie. Also, ich hätte vielleicht nicht true false sagen sollen, sondern wahr und falsch in den deutschen Mythologen. Also, es ist halt, ich meine, also wenn T1 und T1' irgendwelche Terme sind, ja, dann kann es halt sein, dass A von T1 und T1' stimmt oder dass es nicht stimmt. Dass die halt zueinander relatiert sind für Möge A oder dass sie nicht relatiert sind für Möge A. Und du willst, dass wann immer T1 mit T1' relativ ist, dass dann auch T2 mit T2' relativ ist. Unter der Voraussetzung, dass T1 zu T2 hochpositiv ist und T1' zu T2. Das ist die, ja. Achso, das ist das Vorführung. Ja. So, wir haben definiert, was eine Relation
zwischen zwei Typen ist. Wir müssen noch definieren, was eine Relation ist zwischen zwei Typumgebungen. A und A. Strich. Eine Typumgebung hat ja jeder Typvariable aus dem Typkontext Delta einen geschlossenen Typ zugeordnet. Und zwar den geschlossenen Typ Ax bzw. A'x. Und wir haben für jede Typvariable aus unserem Delta haben wir so eine Relation A von x gegeben. Das ist jetzt wirklich eine mathematische Relation, oder ist es nur ein Begriff für das Vorliegen? Das ist Begriff für das, was er vorliegt, aber es war eine mathematische Relation. Ja. Aber mathematische Relation hat mit keiner Zusatzbedingung, nämlich die, die da zentriert wird. In der Mathematik sagt man ja, was eine Relation ist zwischen Mengen. Ich sage hier, was eine Relation ist zwischen zwei Typen. Mhm. Und zwar ist das aber eine mathematische Relation zwischen den Termmengen dieser beiden Typen, sodass auch diese Zusatzbedingung. Also man fasst hier zwei Typen, das sind eigenständige Objekte, das fasst man nicht als Mengen auf. So, und man hat hier eben eine Relation zwischen den jeweiligen Interpretationen von jeder Typvariable aus unserem Kontext Delta. Solch eine Relation gibt uns dann für jeden Typ in dem Typkontext Delta wieder eine Relation zwischen den jeweiligen Interpretationen von unserem Typ, entweder im Kontext A oder im Kontext A'. Und zwar, wenn wir als Typ haben die Urs, dann können wir die kleine Äquivalenz von vorhin verwenden. Oder Äquivalent auch die Beobachtungsäquivalenz. Wenn wir eine Typvariable x haben, dann sagt unser Kontext direkt, wie wir dieses x als Relation aufzufassen haben zwischen a von x und a' von x. Wenn wir einen Funktionstyp haben, der T1 abbildet nach T2, dann können wir hier diese Relation verwenden. Was ist diese Relation? Das steht hier unten. Und zwar wird hier verlangt, dass wenn man zwei A und A' hat, A und A', das sollen Terme vom Typ sein, A ist vom Typ Interpretation von R1 im Kontext A und A' hat den Typ Interpretation von R2 im Kontext A'. Meinst du R2 oder Tau2? Tau2. Ja. Nee, ich meine, sorry. Ich meine hier, A hat den Typ R1 und A' hat den Typ R2. Ach so, ja. Ach sorry, das sind auch keine Typen, das hier sind Relationen. Ja, genau, das ist schon fast nicht. Ja. Die, einfach vom passenden Typen hier. Also Typinferenz. Typinferenz, ja. Sondern, also R1 Phi, das heißt, das ist Phi Relation. Ja, und zwar sind das hier wiederum Relationen. Aber um das jetzt zu klären, also A und A' sind vom Typ Tau 1. Tau 1, wenn man das hier zusammensetzt. Ja, aber in dem Kontext kann man hier noch nicht sagen, was für ein Typ Tau und A' ist. Hier muss man noch wissen, quasi zwischen welchen Typen diese Relationen verlaufen, damit man sagen kann, welche Typen das hier hat. Was ist eine Familienrelation? Eine Familie ist eine abhängige Funktion. Oder also einfach eine Ansammlung. Ja. Also für jede Variable plus x, die in dem Typkontext Delta vorkommt, jeweils eine solche Relation.
so cool ist, oder? Ja. Also, wie ist der Tuckel, also ist dann, das ist sozusagen Lambda, also Lambda x der Delta. Ja. Das liefert dann AX. Soll ich nochmal erläutern, was der Body ist jetzt? Nein, der Klammer. Was für das A von der Body ist so ein bisschen ausnahmeklammert, gell? Alles. Meinst du ja das hier? Genau, also bei der, was du da meinst mit der Familie, also da haben wir jetzt x der Delta, das ist darüber gehen wir. Die ist darüber indiziert. Ja, und für jedes x im Delta hat man irgendein AX und das ist etwas, was gewissermaßen Typ hat, aber jetzt nicht in unserem System F, sondern das mathematisch. Ist ja. Man sollte sagen, AX ist eine Relation zwischen diesen beiden Typen. Ich habe das ja. Also diese Pfeilsachen sind alles Familien, was gewissermaßen so Typen sind. Ja, aber in der Mittelspanne. Das ist gewissermaßen eine Funktion, darum kannst du es dann anwenden. Ja. So ist das gemeint. Also es wird eigentlich nur punktweise hochgezogen, das Ganze. Ja. Wie viele Ebenen haben wir jetzt? 4 oder 5? Nee, 2. Ja, das war ich. Aber wir haben noch Inspirationen schon von Familie. Ja, okay, nehmen wir, was wir mit dem Wort gehen, meinst du. Aber wir haben halt die Objektsprache, das ist das Lambda-Kapitel, was wir untersuchen. Und wir haben die Mittelsprache, nämlich der deutsche Kohlensatz hier. Und das ist nicht deutsch, das ist halb griechisch. Der griechische Kohlensatz hier. Und, eine Sache ist vielleicht wirklich. Hier gibt es nur eine griechische Variante, den Tau. Und das große Delta. Was man im Kopf haben muss, ist der Doppelpunkt. Der Doppelpunkt hat zunächst in der Objektsprache, also im Lambda-Kapitel, der grammatische Betreff davor, das ist halt die Bedeutung Variable x und y. Ja. Und jetzt kam der Doppelpunkt auch in der, da man ganz ehrlich ist, zweite Zeile oben, also die erste gescheite Zeile oben, vorher bei neben dem roten Wort Relation, das ist aber in der Meeressprache. Also diese Relation A, ja, das ist ja auch kein Ausdruck irgendwie in System F im Lambda-Kalkül, sondern das ist etwas Mathematisches, was eine Folie vorher gefunden hat. Wir haben halt plötzlich, wir haben halt vor zwei Folien plötzlich gewechselt von Syntax zu mathematischer Interpretation, oder? Richtig, ja. Ja, aber da bin ich dann ausgestiegen. Wir haben ja schon 2 bis 3 Ebenen auf der Syntax-Ebene. Weil wir haben hier wieder so dieses Standardproblem, der ist Mathematik oder ist die Informatik? Ich bin ausgestiegen, als wir von Syntax weggegangen sind. Genau, also Informatiker sind Menschen, die also mit dieser ganzen Ambiguität nicht zurechtkommen. Die brauchen klar definierte Syntax und klar definierte Betrachtungsebene. Und dann weiß man, aha, das ist es. Mathematiker kann auf ohne genau zu sagen, was er meint, auf verschiedenen. Dann müssten das eigentlich Formatiker halten. Das ist Formatiker. Genau. Also Formalus. Formalus. Die Rettung ist formale Logik. Und dann hat man solche Formen dran stehen. Und dann blickt man auch mal wieder durch. Die Sachen haben wir, also wir können das separat immer drüber sprechen, den müssen wir jetzt heute nochmal anschauen. Das ist ja so der Altsatz, also klassisch. Das ist sicher mehrmals formalisiert worden in den üblichen Systemen. Das stimmt. Und da ist wahrscheinlich ein Aufblasungsfaktor von 1,5 und diese ganzen Fragen fallen weg, dass ich denke, weil man dann genau weiß, was man meint. Ich finde bei solchen Formensätzen immer cool, wenn man Farben würde für die verschiedenen Ebenen. Ja, das war schon. Das ist ein Portfolio, ja. Schönes Abwärts. Und dann hat man in vielen formalen Sprachen ja doch wieder eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel Argumente an Funktionen nicht mehr explizit zurückgeben, angeben muss, sondern dass man die einfach inferieren lassen kann. Dann ist ja, das ist jetzt also man versucht die Features von mathematischer Notation wieder nachzubauen in globalen Settings. Die Folie sagt jetzt quasi, wie man Typenverletzungen in der Industrie. Ja, wenn ich Typenverletzung habe, wie du neue Relationen, die automatisch erschießen kannst, wenn du ein paar schon gegeben hast. Wenn du ein paar primitive Relationen schon gegeben hast, zwischen konkreten Typen, wie sie dir deine Typumgebung bereitstellen, oder die Typen, dann liefert dir diese Folie die Funktionen für Relationen auch auf Funktionstypen oder wie sie für alle. Wir sind jetzt im mathematischen Kontext. Also wir machen gar keine Typenverletzung. Das hier hat mit Typinferenz nichts zu tun. Genau. So, ich darf sie noch erklären. Wenn wir hier
so eine Funktion haben, dann können wir erstmal die Eingabetyp und den Ausgabetyp in Relationen übersetzen. Und wir sagen dann, dass hier zwei Funktionen, wir haben einerseits Funktionen bezüglich vielleicht von einem Typ in den anderen Typ, und zwar den Typ bekommen wir jeweils durch Interpretation mit unserem einer Typumgebung. Dann haben wir andererseits Funktionen, die von einem Eingabetyp, die bekommen wir durch Interpretation in der Typumgebung A'. Ein Ausgabetyp, die bekommen wir durch Interpretation in der Typumgebung wieder A'. Wann sind so zwei Funktionen zwischen verschiedenen Ein- und Ausgabetypen, wann sind die relatiert? Das steht hier. Genau dann, wenn für alle relatierten Eingaben auch die beiden Ausgaben wieder relatiert sind. Als letztes haben wir noch die Regel, wie wir allquantifizierte Typen interpretieren. Nämlich bei allquantifizierten Typen soll gelten, dass man kann ja dieses x hier so einen thermischen Typ, da hat man die Idee, man kann dieses x, man darf das selber ersetzen, man darf der Typ dafür wählen. Und diese Äquivalenzrelation sagt, dass je nachdem, was für Typen ich will, ich kann einmal einen Typ A wählen und einmal einen Typ A', setze A in G ein und A' in G'. Und man wählt auch, darf auch eine Relation wählen zwischen diesen beiden Typen A und A'. Dann gilt, dass wenn ich hier dieses Tau interpretiere, und zwar erweite ich den Kontext der Relationen um die gewählte Relation, dass dann auch die beiden Anwendungen zueinander relatiert sind. Also kurz neue Freude. Ach, das hier ist der Zuordnungsfall. Hier erweitere ich den Kontext A um eine weitere Relation. Ist das Zeug, was Mathematikern alles bekannt ist, oder? Nö, das ist eine Familie, oder was? Das sind schon alles Definitionen hier. Also. Aber das ist ein Zuordnungsfall. Den schreibt man oft, wenn man eine Funktion definiert. Ja. Das ist ach, das ist so ein Funktions... Der Zuordnungsfall, da steht jetzt irgendwo eine Funktion und die schickt x auf Menge A. X auf Menge A. Nee, ein Element x wird abgebildet auf ein Element. Ja, ist Punkt A. Ja. Und das hier ist eine Relation zwischen zwei Typumgebungen, nämlich der Typumgebung A, dieses A, erweitert um die Zuordnung von x auf A und der anderen Typumgebung A', und zwar ist das A' erweitert um die Zuordnung von x auf A'. So, und jetzt kann ich beraten, was der Hauptsatz ist, nämlich Parametrizität nennt man den. Wirkt erstmal sehr abstrakt, nämlich für jeden Typ Tau, geschlossener Typ, und für jeden Term von diesem Typ gilt, dass wir haben hier den Teller, wir haben den Typ Tau und wir interpretieren den im leeren Relationenkontext. Also diese Interpretation ist das Interpretation, was auf der vorherigen Folie definiert wurde, und zwar, dass es gibt eine Relation. Und wir sagen, dass hier T und T' relatiert sind. Oder mit anderen Worten, diese Relation ist reflexiv. Denkt sich, brauche ich das? Erstmal noch erwähnen eine Verallgemeinerung von diesem Satz. Nämlich, man kann sich auch fragen, wann zwei Terme T und T' von diesem Typ Tau zueinander relatiert sind in dieser Relation. Und zwar gilt das genau dann, wenn T und T' Beobachtungsäquivalent sind. Auch oft ein ganz nützlicher Satz, wenn man zeigen will, dass zwei Terme Beobachtungsäquivalent sind.
Ja, jetzt hast du es nämlich doch so getan, als wäre tau eine Menge, die du übrigens ohne Bodenstein kannst machen. Oh, ja, das ist Fehler. Good catch. Ja, also doppelt muss ich sagen. Ja, ist auch besser, was du machen kannst. Also was du gemacht hast, das ist ein Teil des Reichhalt. Das sind so also faktische Modelle, genau dargestellt, oder? Das ist ja dazu, das ist zum Beispiel, was du sehen kannst. Das ist die Telebank, das ist das Richtige. Man hat da hier zwei Äquivalenzen und die stimmen halt überein. Ja. Das heißt, meine Beobachtungssequenz, für die wir ein Spiel machen, das ist ja auch die Phase, die wir intuitiv anwenden, wenn wir zwei Haskell-Funktionen haben und wir sagen, die machen dasselbe. Dann meinen wir damit Beobachtungssequenz. Das ist die, in der Regulation, die links steht. Und rechts haben wir halt dieses typische, die ich nehme an, im Verlauf den x 84 minus 28 plus 1 und der. Die Aussage ist die gleiche. Aber auch nur, weil er nicht bei, also der normale Mensch bei 0 angefangen hat. Ja, genau. So, das hier wird. Wozu man das hier verwenden wird, das wird jetzt gleich Sinn ergeben. Ja. Also Leibniz-Äquivalenz bedeutet, dieses im Allgemeinen nicht lösbare Problem, zwei Funktionen und ich kann sagen, ob sie für alle Eingaben die gleiche Ausgabe haben. Ja, also Leibniz-Prinzip ist so das Meta-Prinzip, das ist so ein philosophisches Prinzip, zwei Dinge sind gleich, wenn sie genau dieselben Eigenschaften haben. Mhm. Achso, aber das ist ja noch viel abstrakter, oder? Also ist, das ist eine wichtige Beobachtung, der Figur ist sehr abgedriftet und so Berechnungsdenken oder sowas. Der Leibniz hat das auch so abstrakt gedacht. Das war eigentlich ein großer Philosoph. Der wollte über das Wesen der Dinge nachdenken und weiß die gleich. Hat er gesagt, dass sie genau definiert haben, was sind Eigenschaften. Ja, genau. Also wenn sie die gleichen Eigenschaften haben. Zwei Dinge heißen gleich, wenn sie die gleichen Eigenschaften haben. Und wenn Eigenschaften was das dann bedeutet, gefüllt ist, dann. Da muss man drüber überlegen, was meine ich denn mit Eigenschaften? Dass es eine Eigenschaft hat oder so. Ja. Das ist ja falsch rum. Das ist ja, du kannst ja nicht sagen, ein Fu ist ein Bubbeldub, wenn du nicht definiert hast, was ein Bubbeldub überhaupt ist. Also du kannst es, ja, das ist ein sehr wichtiger Beobachtung. Für alle Bubbeldub, ein Fu ist ein Bubbeldub. Ja. Das ist auch wahr, oder? Also ich weiß nicht, was wahr ist. So, jetzt kommen wir zum Beispiel. Das ist mir zu wieder. Nein, das zeigt, dass du unverdaubte Instinkte da hast. Genau die Probleme des Ganzen. Für jeden Typ A können wir folgenden Typ definieren: nämlich der Funktionen, die ein A annehmen und dann ein Y zurückgeben. So eine Funktion wird angenommen und dann geben wir ein Y zurück. Die intuitive Vorstellung ist, wir können. So eine Funktion kann nur Folgendes tun, die kann nur ein A in die angenommene Funktion einsetzen und damit ein Y produzieren. Das wäre quasi das Rekursionsprinzip vom Identitätsdatentyp. Ein Konstruktor und dieser Konstruktor nimmt nur ein A an. Und gleichzeitig ist es auch die Imagination Frage. So, wir bekommen zwei Funktionen i von a nach a gut, indem wir nehmen ein Element x von Typ a und wir nehmen dann einen Typ y, wir nehmen ein Funktion g von a y und wir setzen das x in die Funktion g ein. Andererseits können wir aus einem a gut auch ein a extrahieren, indem wir für den Typ y setzen wir dieses A nach A gut ist sogar eine verallgemeinerte Double Negation. Das heißt, das erste kommt. Ja. Aber da ist das Y ja fest, ne? Also, wenn ich habe ja Kont RA, das ist aber nicht sowas wie das A gut hier, weil A gut ist ja noch ein Y-Eikon. Das ist bei Kont RA ja nicht. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Ich meine, die Folie ist auch betitelt mit einem Isomorphismus. Das heißt, vermutlich stellt sich jetzt raus, dass A und A gut isomorph sind für möglich und dort. Und das geht eben deswegen, weil das Y hier gebunden ist und mit dem Alpha. A gut kurz für alle.
da einfach immer dasselbe rauskommt wie X, wenn man da noch X einsetzt. Und somit sind die Beobachtungsäquivalent. Aber die andere Richtung, wenn man ein H vom Typ A-Hund hat, dann macht man damit mit J ein Element A raus und dann macht man mit I wieder ein A-Hund daraus. Die Frage ist, ist das wieder Beobachtungsäquivalenz zu dem H, mit dem wir gestartet sind? Und ja, diese Frage können wir beantworten mit Parametrizität. Nämlich, wenn wir einen Typ A haben und Typ B, einen Funktionsterm F und ein H und Typ A Hut und außerdem ein B, eine Funktion bei B, dann haben wir Folgendes. Also wir wissen erstmal aus dem Parametrizitätssatz, dass dies hier gilt. In der Relation hier A Hut, in dem betitulären Kontext gilt das. Wir können uns vorstellen, dieses A-Hut expandiert mit dieser Definition. Da beginnt dieses A-Hut erstmal mit einem für alle Y. Dann können wir nachschauen, wie Allquantifizierung interpretiert wird als Relation. Und dann kommt Folgendes heraus. Allquantifizierung war ja folgendermaßen. Wir dürfen uns zwei Typen wählen, S und S' und wir dürfen eine Relation zwischen diesen beiden Typen wählen. Und dann gilt, dass wenn wir einmal dieses H auf den einen Typ anwenden und dann auf den anderen Typ anwenden, diese beiden Terme sind relatiert in dieser Relation. Wir interpretieren wieder den Rest von dem Typ. Und zwar müssen wir unseren Kontext erweitern. Der muss nämlich hier sagen, wie man diese Ys als Relation auffassen kann. Das hier gesagt. Und es ist nicht, also es ist nicht ganz einer, weil ich bin verwirrt, weil ist es nicht unfair, dass das Y den Wert S zugewiesen bekommt in dem vergrößerten Kontext und nicht S'. Also ist es nicht eines der beiden unfair? Das ist das schwammige S. Ja. Das ist der Relationskontext. Genau. Der Relationskontext ist wieder um eine Relation zwischen zwei. Ja. Wir haben ja das Typkontext. Und zwar zwischen diesem einen Typkontext, der Y auf S abbildet, und dem anderen Typkontext, der Y auf S' abbildet. Ja. Dieser Index da, direkt nach den coolen Eckigen Klammern, das ist ein Relationenkontext, und ein Relationenkontext hat für jede. Für jede Typvariable eine Relation. Ja. Und jetzt die Typvariable Y, die Relation Crazy S. Ja. Crazy. So, jetzt können wir das hier sehr allgemein. Können wir das hier anwenden auf die Relationen, die von Funktionen herkommen. So. Da ist er. Das S, setzen wir das B ein, statt S' setzen wir B' ein und wir haben eine Relation zwischen B und B', die von dieser Funktion klein b herkommt. Alle einverstanden? Ich meine, wir wissen nicht, wir alle Relationen Crazy S und wir nehmen konkret die Fahrtenrelation B. Jetzt hast du keine Definition eingesetzt, jetzt hast du keinen. Genau, genau. Er hat nur die Voraussetzung, die wir wussten, spezialisiert. Wir wissen für alle Relationen Crazy S, die wir wissen, insbesondere für folgende Relationen. Und für S und S' haben wir B und B' eingesetzt? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Ja. Dann müssen wir interpretieren, wie man diesen Funktionspfeil. Wir schauen, wie dieser Funktionspfeil interpretiert wird. Nämlich, das war folgendermaßen: zwei Funktionen sind relatiert, wenn sie relatierte Argumente auf relatierte Ergebnisse abbilden. Hier steht, wir haben
zwei Eingaben, G und G Strich. Und diese Eingaben sind relatiert. Und zwar interpretieren wir hier diesen Definitionstyp der Ampel, der Funktion. Und darin sind die relatiert. Und dann fordern wir, dass wenn wir diese relatierten Argumente G und G' einsetzen, entweder diesen bzw. diesen Term, dann sind die Ergebnisse relatiert. Grundlage der Beweisführung findet genau dann, wenn stärker als Implizierung und ist Implizierung rechts oder links, rechts, links geklammert. Es geht um die. Ich wollte ja nie diesen Fall. Ja, ja, aber es ist ja trotzdem wichtig, was stärker bindet. Nee, aha, genau. Nee, das ist nicht ein Ausdruck, was da steht. Da stehen mehrere Sachen. So wie wenn ich sage, 2 plus 2 gleich 4 gleich 3 plus 1, dann steht da auch nicht ein was, sondern da stehen zwei Aussagen. Das eine ist gleich dem und das ist gleich dem. Ja, wenn du schreibst A gleich B gleich C, dann meinst du auch nicht, dass A gleich B gleich C ist. Genau. Sondern du meinst, dass A dasselbe ist wie B, dasselbe ist wie C. Also ist alles auf der gleichen Ebene. Also wenn ich was C schreibe. Assoziativ, aber das ist. Aber du kannst. Nee, das ist. Also, wenn du sowas wie A gleich B gleich C hast, dann ist das nochmal ein syntaktischer Zucker, der alle Konventionen von links und rechts in den Operatoren sprengt. Achso, der ist einfach nur ersetzbar durch A gleich B gleich C. Genau. Aber wie kannst du denn die Implikation dazwischen das genau dann wenden? Hier bindet so, wie es aufgedeckt wurde. Ja, genau. Es bindet so, wie es aufgedeckt wurde. Naja, also links. Nein, es ist eine Schlusskette. Die erste Zeile ist inkorrekt, die zweite Zeile ist. Das ist einfach Notation. Stell dir vor, es hätte sich per PowerPoint-Animation reingedreht. Ohne Pfeile. Du kannst dir das auch auf deutschen Satz vorstellen. Das hier ist äquivalent zu folgender Aussage, die wiederum äquivalent ist zu dieser Aussage, die diese Aussage impliziert, welche wiederum äquivalent ist zu dem. Also bindet, das als deutscher also Satz. Bindet genau dann, wenn stärker und Alter, nein. Ihr bindet nichts. Das ist keine Formel. Das ist also die Gemeinheit der Mathematiker gegenüber den Informatikern. Ich habe also jahrelang Simulationen angestarrt, bis ich die mit dieser Beweissprache meine eigene Einführung. Nein, das ist einfach, das ist auch Buchformel in der Mittagsordnung. Ja, in dieser. Ja, wenn es nicht bindet, dann kann das alles heißen. Da stehen und dazwischen. Genau, das ist die erste Zeile, denken wir die zweite Zeile. Das ist alles zusammengeklammert, jetzt ja, auf der äußersten genau. Ebene und jetzt kommt das nächste. Aber du kannst nicht sagen, dass die ersten zwei Zeilen zusammengeklammert sind und dann kommt diese Implikationsfall. Ja. Und es ist immer so, du musst immer bei jedem Implikationsfall oder Äquivalenz nehmen, musst du die beiden eingrenzenden Teile nehmen und musst das interpretieren als Aussage und dann schmeißt du die alle zusammen in den Topf und dann hast du alle Sachen geklammert, was du sagen kannst. Und wenn man irgendwie sowas machen möchte, wie man die Aussage, irgendwas impliziert, irgendwas dafür haben, dann muss man klammern. Das klammern, aber ich müsste ja jetzt klammern. Aber ich strecke, wenn da keine Aussage ist. Ja, ein Schluss von der ersten Zeile zur zweiten. Und der Doppelpfeil heißt, wir haben quasi eine Rechnung. Und diese Rechnung verwendet halt nicht nur Gleichheitszeichen, sondern auch Ungleichheitszeichen. Also gleicher Gleichheitszeichen. Aber das ist alles das Fallstück von der Mathematik. Ich verstehe das halt nicht, dass es nicht schafft, darüber zu. Das irgendwie zu beschreiben in mathematisch. Also, ihr könnt das komplett zusammenbauen über mehrere Ebenen, aber wenn es dann um die Metaebene, wie ihr arbeitet, geht, dann könnt ihr nichts mehr beschreiben, dann könnt ihr nur noch Fragebehauptungen aufstellen. Das ist völlig absurd. Ein Mathematiker ist. Mathematiker sind Leute, die das einfach so aufsaugen, das ist Handwerk und damit eigentlich denkbar ist. Aber es geht doch darum, in dem Handwerk gerade das tun, was man dann über das. Wenn du das ja verstehen willst, Boffert, kannst du Folgendes tun. Du kannst dir ACTA anschauen. In ACTA sind solche syntaktischen Konstrukte von Gleichungsketten definiert. Ja, das ist ja Notation für die Fache. Ja. So. Wir hatten das hier.
E und G' sind relatiert. Hier drin. Und das kann man auch noch ausschreiben. Nämlich, das heißt, wir müssen erstmals interpretieren, was das hier heißt. Das war ja Funktion. Funktionstyp wird interpretiert, das heißt, relatierte Argumente werden zu relatierten Ergebnissen relatierte Ergebnisse abgebildet. Und wir können hier statt relatierten Argumenten, wenn wir auch schreiben für alle Argumente, weil wir haben hier auf dem Typ A, Typ A, was? Aber das ist noch kein Netzfall mehr vorne, ja? Sie müssen nicht mehr so ausbreiten. Nach dem, genau, dieser Schritt von dem wir quasi durchwischen, ja. Das ist jetzt nur noch ein Netzausfall, glaube ich. Ja, also der Pfeil ganz links, die nächste Spalte. Ja, kann man lecken, aber ist nicht wirklich ein Pfeil, weil, ja. Wenn man sich nochmal das, den Satz hier in Erinnerung ruft. Ah, nice, okay. Ja, weil wir haben ja einmal das Argument von unserer Funktion, ja, diesen Argument haben wir einfach interpretiert mittels dieser Relation. Und das sagt ganz einfach, dass die beiden Werte zueinander relatiert sind. Man braucht hier Beobachtungsäquivalenzen und man braucht hier jetzt nicht zwei verschiedene Argumente, die Beobachtungsäquivalenz einzusetzen, weil die Relation auf der rechten Seite, also diese Relation, die wir bekommen, wenn wir dieses Y interpretieren, die tut der E-Beobachtungsäquivalenz respektieren. Darum reicht es hier für irgendein A vom Typ Doppelpunkt A ist es jetzt. Was hat das mit den Punkten? Und warum ist dann Sans-Serif A plötzlich drin? Das steht für alle. Aber wenn ich... Ich bin froh, dass ich gerade nicht hier, sonst. Ja, ich meine, ich kann ja schlecht so ein Eigenquantifikationszeichen schreiben, weil das ist ja schon verbraucht. Ja. Ja. Außerdem ist das schon schnell so. Aber du willst für alle theoretisch ausschreiben. Ja. Du hättest auch ein Zeichen gemacht. Deswegen war es besser, 10 Minuten Verwirrung gekauft. Ich hätte es ganz genauso gemacht, diesen Trade-off. Ja. Ich habe da vorletztens ja eine neue ISA-Notation eingeführt, man macht ein Postfix vor, also vor X, Y, Z schreibt man, dann hat man einen schönen Platz sparen und was dann auch aus dem Weg. Bin gespannt, was die nächste Aufdeckung ist. Ja. So, nämlich statt hier zu schreiben, B verknüpft mit G, dasselbe ist wie G', können wir das einfach anwenden. Für jetzt statt G nehmen wir das F, das hat passenden Typ. Und wir haben gesagt, dieses G' ist die Verknüpfung von diesem F mit einem G, B. Und das können wir hier einfach hinschreiben. Verstanden? So, und das ist dazu äquivalent. Hier, wir tun dieses Y interpretieren, indem wir sagen, wenn wir B auf das linke anwenden, bekommen wir das rechte. Achso, okay, also in dem ersten Schritt tun wir ein bisschen die Interpretation von diesem Square Bracket Y, ja. In dem Relation kommt jetzt das Y auf Quanten B geschrieben wird, ja. Das Quanten B. Ja, das und jetzt ist einfach nur Quanten B. Genau, und jetzt schließen wir die Funktion von Quanten B nach und ja. Das ist was das nächste Zeichen. Genau. Ja. Und wir bekommen diese Gleichheit. So, was heißt das jetzt? Man kann diese beiden Sachen kann man folgendermaßen interpretieren. Das rechte ist,
wir setzen hier für diese Funktion die Komposition von zwei Funktionen ein. Eine bildet von a nach b ab und dann nochmal von b nach b'. Damit, wenn wir so eine Funktion hier einsetzen, dann bekommen wir insgesamt ein b' raus. Andererseits können wir hier stattdessen nur den Typ b einsetzen und die Funktion, die nur nach b abbildet, dann bekommen wir auch b hier raus und danach können wir nach b' weiter abbilden. Und das ist zweimal dasselbe, also Beobachtung. Das hier ist nochmal das Theorem, ich brauche etwas Platz. Nämlich, wenn wir hier jetzt einsetzen, b gleich a und b' gleich x, und oh, was ist gleich x? Okay, das ist komisch. B gleich b und f gleich Identität von a. Ach, das x kommt erst hier, wird das x eingeführt. Kommen wir folgendes: die von j von a, also die Definitionen expandieren, dann haben wir das hier. Und dann sehen wir hier drin etwas, was wir gerade bewiesen haben, nämlich wenn wir hier dieses g als dieses b hier auffassen, dann können wir dieses g auch hier reinziehen als Komposition. Wie kommen wir dazu? Und du hast ja den gleichen Beschluss bei dem Gespräch. Aber da steckt noch mehr hinter, nämlich das heißt, du musst das, was wir auf der Frame-Pulling gemacht haben, auch bei meiner für mich gewählt haben. Oder? Weil wo es x gibt, ja, wo es a ist, ja, den Ausdruck für irgendeinen konkreten Typen Merkmal, das ist also kein Problem. Aber wo es x ist, ja, eben erstmal gar nichts. Wo es x ist, wirklich ein Typ Variable. Ja. Ja. Ah, vielleicht auch nicht, weil die Beobachtungsdekrevenz unmittelbar, das kocht sich ja dann so runter, dass ich dann doch alle Typen einsetze. Das heißt, was ich eigentlich jetzt mache, ist, wenn ich nicht meine Frame-Pulling erweitern will auf nicht leere Kontexte, dann verwende ich das Resultat, was ich eben gesehen habe, sehr, sehr, sehr oft ab. Für jede konkrete Belegung von der Typvariante plus x hier einmal. Ja, aber so geht. Denn Beobachtungsäquivalenz ist eben auch so eine Art Konkurrenzrelation. Ja. Denk deswegen, ist das hier egal. Ja. Ist allerdings verwirrt, dass Typen ähnlich sein müssen? Nee. Okay. Was wir in der Mathematik anwenden. Also hier sind Typen ähnlich. Weil ich habe ja solche Urteilsregeln aufgeschrieben und immer wenn man solche Urteilsregeln aufschreibt, dann ist so eine implizite Annahme, dass man die nur ähnlich oft anwenden kann. Und außerdem habe ich die Typen ja doch eine induktive Definition definiert und solche. Ein Typausdruck ist eben eine induktive. Die Frage ist, ob man darüber einen Typ von ähnlich viele Werte haben könnte. Das zum Beispiel der Zahl. Ja. Also da hast du jetzt bewiesen, dass F A und das Obtain A das gleiche ist. Das ist ja so ein vier Zügend. Das wurde hier bewiesen. Das ist so dieses A. Also zum Beispiel A, dem A mit hin und her gehen. Dank dieses Frameworks, was man vorher aufgezogen hat. Okay, das ist auch mal Nonsense mit. Okay, ich kenne dieser nicht. Kann ich nicht sagen. Also das, ja, ich versuche hier für Verbindungen zu schaffen, was auch folgendes Code-Kampf-Information sagt. Ja. Also wir können da hin und her kasper in diesem Framework. Das ist sozusagen ein Beispiel für dieses Haupttheorem der Flexibilität. Dieser Konstruktion, dieser Relation, dieser mehrstufigen Relationbegriff da.
Ist das richtig, ja? Also ist das sozusagen ein Beispiel, warum hilft das was? Ja. Warum kann ich das jetzt beweisen? Warum ist das nützlich? So, wir können hier noch weiter vereinfachen. Dieses G verknüpft mit Identität, ein Homogen. Und das hier ist dasselbe wie H, weil wir nehmen hier eine Typ-Variable an, einen Typ, und wir setzen den gleich wieder in H ein. Und wir nehmen ein G ein und setzen das gleich wieder in das hier rein. Also das hier. Hier wird nur die Funktion H geproxied. Und das hier ist dann beobachtungsäquivalent zu einfach nur H. Das heißt, das war echt ein Isomorphismus. Oh. Ja, wenn man quasi modulo Beobachtungsäquivalenz. Ja. Man kriegt nicht unbedingt syntaktisch den gleichen Term raus, ja, aber man bekommt zwei Terme heraus, die Beobachtungsäquivalenz sind. Sollten wir eine ganz kurze Mittel bewegen, das ist 1 zu 11, weil wir einen Performance-Vortrag und wollen nach den Zahlen gehen. Ja. Sehr gut, wir können auch ein Beispiel machen. Wir sind gerade genau bei der Hälfte der Folien, wenn es nicht. Zeit für eine Pause. Punkt. Ganz genau. Also ich meine, jetzt sind wir ja auch warm. Genau, das haben wir jetzt alles verstanden. Das ist trivial. Wir können ein weiteres Beispiel machen. Ja. Nämlich, wir können sagen, dass f von x, sagen wir, ist ein über x parametrisierter Typ. Man kann sich jetzt für f sowas vorstellen wie List vorhin. Wir sagen, dass alle x, die in diesem Ausdruck von x vorkommen, dass die nur kovariant vorkommen. Das heißt, entweder sie kommen im Ergebnistyp vor bei einer Funktion, oder sie könnten auch irgendwo in Argumenten oder in Argumenten von Argumenten vorkommen. Aber da sagt man, sie müssen eine gerade Anzahl mal als Argument von etwas vorkommen. Dann kommt ein Parameter Kovariant vor. So, dann kann man folgendes Lemma beweisen. Wenn man zwei Typen hat, A und B, dann kann man hier dieses Code F einsetzen. Und man bekommt, wenn man hier dieses Grund eine Relation macht, die Bracket-Relation. Und man kann f von x interpretieren mit, wobei man x interpretiert als diese Relation. Und man kann sich fragen, was zwei Terme a und b von diesen beiden Typen da äquivalent sind. Und man hat da eine Funktion, f unten ein Stern, eine von f induzierte Funktion, von f von a nach f von b, sodass eben folgendes gilt. Zwei Terme sind genau dann äquivalent, wenn a abgebildet wird von diesem f unten Stern auf b. So, man kann sich jetzt folgendes vorstellen. Sollte man sich vorstellen, man hat für f hat man List und dann gilt folgendes. Zwei Listen sind in dem Kontext äquivalent, dass x wird interpretiert als diese Relation von f induziert. Genau dann, wenn f unten Stern, das wäre in dem Fall Map, wenn Map von A mit dem F bei B ist. Einverstanden? So, F von Stern, was ist ja gesagt, das wäre in dem Fall Map. Ja. Aber das sagt das Lemma nicht aus, das ist Map, ja. Ja, das sagt das Lemma nicht aus. Wenn wir eine Funktion fmap haben und diesen Typ polymorph über x und y nimmt eine Funktion von x nach y und eine Funktion von f von x nach f von y zurück und wir können hier in diesem fmap verschiedene Typen einsetzen, zum Beispiel a und b oder a' und b'. So, dann haben wir mehrere Funktionen. Bilden dann ein kommutatives Quadrat. Also hier f1 von a nach a'. Dann hat man f2 von a' nach b'. Man hat aber andererseits auch
eine Funktion g1 von a nach b und g2 von b nach b'. So, außerdem hat man einen Wert vom Typ r von a. Und dann kann man rechnen. Der Strich bei g2' an der Seite des Zeilens. Ja. Also wir können das hier interpretieren. Und zwar wir interpretieren das hier bei für einquantifizierten Einquantifizierungen interpretieren wir, indem wir zwei Relationen einsetzen, eben von den Abbildungen F1 und E2. Dieses F1 gibt eine Relation zwischen A und A' und das G2 gibt eine Relation zwischen B und B'. Gehen wir weiter. Oder einfacher. Nämlich setzen wir jetzt zwei relatierte Funktionen ein. Und zwar sind diese beiden Funktionen g1 und f2 sind hier relatiert in dem Kontext eben weil genau diese Gleichheit gilt. Nämlich dieses g1, das hier ist eine Funktion von a nach b und wir haben hier diese von g2 induzierte Relation, die sagt, dass immer diese Funktion g1 ausspuckt, es muss gleich sein dem, was hier die andere Funktion auf der anderen Seite, diese f2, ausspuckt. Und zwar, wenn man dahinter noch die Funktion g2 annimmt. Genauso macht dieses F1, nur eben mit Präkomposition von dem F1. Und wir können hier anwenden, dass die beiden Listen P und die von F1 induzierte Funktion, die hier oben p, dass die relatiert sind in dem Kontext fx interpretiert mit diesen Zuordnungen. Bekommen wir das hier. So, und wir wissen jetzt auch, was es heißt, dass in diesem Kontext diese beiden Terme relatiert sind, nämlich, dass hier heißt, dass wenn wir dieses g und einen Stern anwenden auf das linke, dass wir dann das rechte gut machen. G2. Jetzt bekommen wir diese Gleichheit. Können dieses von uns definierte Fmap hier anwenden und dann bekommen wir hier dieses Map. Diese map-artige Funktion g2, die wir also hier in der Typtheorie bekommen, das ist dasselbe, wie wenn wir umgekehrt erstmal f1 anwenden, das typtheoretische Map auf p und dann unser definiertes Map anwenden. So, und hier ist nochmal das Theorem, was wir gerade aus Parametrizität hergeleitet haben. Und jetzt wollen wir das hier verwenden. Wir nehmen an, dass wenn wir immer einen Typ A haben und dann einsetzen den Fmap mit der Identitätsfunktion, dass wir dann die Identität auf dem jeweiligen Typ FA bekommen. Das hier ist auch bekannt als das erste Funktor-Axiom. So, und dann gilt für alle Funktionen F von A nach B, Fmap von A nach B von F. Das hier ist erstmal dasselbe wie Identität.
Identität. B, Stern, erstmal von ABF, dass hier ist auch noch ein weiteres Ergebnis über dieses theoretische Map. Das bekommt man daraus, dass wenn man die Identitätsfunktion nimmt und aus der Identitätsfunktion eine Relation macht, dann bekommt man genau wieder die Beobachtungsäquivalenz. Das braucht man dazu. So, und dann bekommt man hier aus diesem Theorem, dieser Gleichheit, dass das hier wieder dasselbe ist, wie wenn wir Identität hier in unser F-Map verwenden und dieses F-Stern für das typ-theoretische Map. Und wir haben angenommen, dass das hier gleich der Identität ist und damit können wir das hier wieder wegkürzen und wir bekommen nur das F. Ja. Also wir haben gesehen, dass unser F-Map dasselbe macht wie das typ-theoretische Map. So, und wenn wir jetzt zwei Funktionen haben, die miteinander verknüpfen, dann folgt folgendes: Wenn wir hier unser F-Map verwenden, dann zweimal für jede Funktion einmal, dann ist das dasselbe, wie wenn wir können das erstmal das linke F-Map durch das typ-theoretische Map ersetzen. Wenn wir sehen, dann können wir wieder unser freies Theorem anwenden. Wir bekommen, dass das hier dasselbe ist wie das hier. Dazu müssen wir nur überprüfen, dass H verknüpft, dass K verknüpft mit H dasselbe ist wie das hier verknüpft mit D. Und das ist jetzt offensichtlich. So. Dann müssen wir, dass das die Identität ist nach Annahme. Wir können das hier vereinfachen. Wir bekommen nur H, K. Und das ist wieder unser F-Map. So, wenn wir diese Gleichung insgesamt lesen, dann ist das hier das zweite Funktor-Axiom. Fazit, das zweite Funktor-Axiom folgt kostenlos aus dem ersten. Wenn ihr in Haskell einen Funktor definiert und ihr definiert F-Map, dann müsst ihr nur überprüfen, dass F-Map von der Identität die Identität ist. Und dann folgt schon automatisch, dass F-Map von so einer Verknüpfung von Funktionen dasselbe ist, wie F-Map von jeder Funktion einzeln eingesetzt wird. Wenn das ganze System von Haskell gut genug zusammenpasst, wie was du gesagt hast. Genau. Insbesondere, also eigentlich ja muss ich wissen. Außerdem hat man hier noch die vier Voraussetzungen. Alle Vorkommen von X müssen kovariant sein. Ja. Aber ich weiß nicht, also ich denke, man wird sich schwer tun, einen Funktor-Instanz zu definieren, falls das nicht der Fall ist. Ja. Also ohne sowas wie zu verwenden, wie Funktionen, die nicht terminieren. Ja, und dann war das nicht im System F, terminiert ja wieder aus. Haben wir jetzt nicht bewiesen, aber es ist trotzdem korrekt. Den Haskell kennen wir ja nicht jetzt. Das heißt, wenn wir das ja auf Haskell übertragen wollen, dann müssen wir schon so eine Standardlinie machen, dass Haskell eben angeblich nur System F sei und dass eben deswegen alles terminieren würde, Haskell, was ja gut geschieht. Aber dafür gibt es ja das andere Paper, das Fastness Based Memory Correctness. Das wird dann nachher was auch haben. So. Folgendes Beispiel ging schon in der Ankündigung vom Vortrag rum, nämlich Sortierfunktionen. Eine Sortierfunktion, da gibt es eine Funktion von folgendem Typ, die nimmt so ein Prädikat x nach u, das werden wir interpretieren als zum Beispiel kleiner gleich, nimmt eine Liste von x und gibt eine Liste von x zurück. Und Vorstellung ist, diese Funktion soll sortieren. Außerdem nehmen wir an, wir haben Typ b und b' und wir haben eine Funktion, die b's nach b' abbildet. Wir haben eine Liste von b's. So. Okay, wir haben eine Vergleichsfunktion für b'. Und aus dieser Vergleichsfunktion für b' bekommen wir eine Vergleichsfunktion für b's, indem wir vergleichen zwei b's, indem wir sie erstmal zu b' machen, indem wir f anwenden. Und dann vergleichen wir sie in B'. Und
dann bekommen wir folgendes Preistheorem. Also aus Parametrizität wissen wir das hier. Wir können das hier ausschreiben. Und wir können das jetzt vereinfachen, indem wir für S und S' nehmen wir B und B' und als Relation nehmen wir die von F induzierte. Wie immer. So, diese Interpretation von Funktionstypen sagt das Folgendes für alle G und G' von passenden Typen, die wieder hier in diesem Kontext relatiert sind. Das hier sind die Ergebnisse relativ. So, und wir haben so zwei solche Vergleichsfunktionen, die relatiert sind. Nämlich können wir dafür C und C' einsetzen. Weil, dass sie hier relatiert sind in diesem Kontext, sagt nichts anderes als, dass die auf diese Art und Weise durch das G' definiert ist. Also modulo C' Beobachtung. Der dritte Teil ist C'. Ne, der zweite Teil ist C', ist gegeben und C definiert. Ja. C' hat es als. Ja, so, in der Definition von C, im Körper von der Definition von C, da kommt nochmal C vor. Du meinst, du meinst an der Stelle C. Ja. Ja, hier meine ich dich durch. Ja. Ich hätte gern Typchecker für Nachricht, will das jemand machen? Isabel, kann das? Isabel. So. Und das jetzt sagt, jetzt tun wir das für alle Listen XS und YS, die hier relatiert sind, diesen Kontext, gilt. Dass auch die Ergebnislisten relatiert sind. Relatiert in dem Kontext heißt, also insbesondere sind die Listen, die wir hier durch Mapping mit F erhalten, und dass diese beiden Terme in dem Kontext relatiert sind, heißt, dass wir diesen Term erhalten durch Mapping von diesem Term mit der Funktion f. So, also haben wir folgende Gleichheit. Wenn wir eine Liste von b's haben und wir haben eine Funktion f und die Funktion f, die erhält und reflektiert die Ordnung von unserem B. Das heißt, wenn wir zwei Werte von B vergleichen wollen, dann können wir die einfach übersetzen in Werte von B' und können die dort vergleichen. Wenn wir so etwas haben, dann können wir diese B's entweder hier, entweder sortieren mit einfach als Liste von B's, und dann aus jedem B ein B' machen. Oder wir können auch hier erstmal aus den B's, aus dieser Liste von B's, können wir B' machen und dann diese Liste von B' sortieren. Und das ist das Gleiche. Und zwar für jedes S ist nicht nur für wirklich sortieren, sondern für alles, was man. Alles, was man machen kann, auch vielleicht Duplikate rausschmeißen. Zum Beispiel anders. Ja. Also du hast jetzt, was das S ist, wird dann nur. Ja, man muss das auch nicht als. Nee, aber das soll ja auch für jeden Wert für diesen Typ gelten, für jedes S. Also für jedes S von dem Typ gilt das. Ja, genau. Und die Motivation, dass das eine Sortierfunktion ist, die wurde nicht bewiesen sozusagen. Das ist nur eine intuitive Interpretation von dem hier, was man sich hier darunter vorstellen kann. Also, man kann das auch nicht nur als. Sortieren oder irgendwas, was mit Ordnung zu tun hat in der Rotation X. Diese Funktion kann ja einfach vielleicht auch zwei Elemente vergleichen oder zurückgehen auf zwei Elemente ungleich sind oder was auch immer machen.
C vorgegeben hast, ist man eigentlich ziemlich beschränkt, was das kann. Also ich muss schon irgendwie so Richtung Vergleichsfunktion gehen, das F dann. Ja, was ist Vergleichsfunktion? Also man, es ist quasi gebaut durch das C, zumindest das C relatiert B und B' eigentlich. Ja. Also ich kann hier Elemente oder zum Beispiel kann S die Länge der Liste anschauen und gerade Listen aufsteigen und ungerade lange Listen absteigen zu sehen oder sowas. Hier habe ich übrigens verwendet, wir hatten ja auf der vorherigen Folie hier dieses typtheoretische Map. Hier habe ich das durch das echte Map ersetzt. Und zwar kann man zeigen, das typtheoretische Map und das echte Map stimmen ein. Und zwar kann man das zeigen mit dem, was ich auf der vorherigen Folie gemacht habe. Ein letztes Beispiel. Die Natürlichkeit, wenn wir zwei Typen haben, f von x und g von x, die sind über x parametrisiert, und zwar wie gerade eben, also die Vorkommen von x sind kovariant. Und wir haben eine Funktion, polymorph über y, bildet f von y ab nach g von y. Zum Beispiel in Haskell kennt man die Funktion maybeToList, nimmt ein maybe a, gibt eine Liste von a's zurück, invert, nimmt eine Liste von a's, gibt eine Liste von a's zurück. Baby hat eine Liste und gibt eine Menge von A zurück. Die haben alle so einen Typ von dieser Form. So. Und nun wissen wir aus Parametrisiert geht das hier und das hier klar. Wenn wir jetzt noch vereinfachen. Nämlich, wenn wir jetzt diese Funktion f von a nach a Strich haben, dann können wir als Relation zwischen, wir können erstmal für y a einsetzen und wir können für y a' einsetzen und wir haben als Relation das zwischen die von f induzierte. Das heißt, für alle a und a', die in diesem Kontext relatiert sind, gilt auch, dass das Ergebnis relatiert ist. Wir hatten das hier gesehen, das hier ist genau dann, wenn dieses typtheoretische Map von A gleich dem A' ist, dann gilt das hier. Und außerdem haben wir hier auch noch vereinfacht, dass eben hier auch diese Relation ist genau dann erfüllt, wenn das typtheoretische Map von dem linken gleich das rechte ist. Damit haben wir das hier. Oder wenn wir hier das hier ersetzen und einmal über den Parameter a abstrahieren, dann bekommen wir diese Gleichheit. Das heißt, typtheoretisch, wenn wir hier eine Liste von A's haben, vielleicht, oder um das G ist vielleicht maybe, maybe hat, das G ist maybe, und wir haben als Funktion eta, haben wir maybe hat, können wir ja folgendes machen, wir nehmen eine Liste von A's, können mappen, wir bekommen eine Liste von A', können wir von dieser Liste von A' können wir den hat nehmen, dann bekommen wir vielleicht einen Wert von Typ A'. Und wir können folgendes machen, wir haben diese Liste von A's wieder, wir können davon das erste Element nehmen, dann bekommen wir einen Wert von Typ maybe A und aus dem Wert von Typ maybe A bekommen wir dort Mapping, einen Wert von Typ maybe A'. Und hier steht, dass das beides dasselbe ist. Was ich gerade hier in Luft gezeichnet habe, das war ein Natürlichkeitsdiagramm und diese Eigenschaft nennt man auch, dass diese polymorphe Funktion eta eine natürliche Transformation ist zwischen den beiden Funktoren f und g. Das heißt, man bekommt auch Natürlichkeit for free. Die nächsten beiden Folien sollen noch etwas erklären, wie man Parametrizität beweist, aber ich denke, das lasse ich weg. Ja, das war ja auch schon. Ja.
Nämlich, man muss erstmal den Satz passend verallgemeinern. Und zwar auch wieder in beliebigen Kontexten. Dafür braucht man die Kontexte. Nämlich sagt man dann auch, was zwei Interpretationen von Kontexten sind. Und man definiert, wenn zwei Interpretationen von Kontexten wieder relatiert sind, jeweils paarweise die Elemente in einer Interpretation vom Kontext und der anderen. Und dann beweist man den Satz, dass wenn man zweimal denselben Term in derselben, in relatierten Kontexten interpretiert, dann bekommt man auch wieder relatierte Terme. Und letztendlich läuft der Beweis darauf hinaus, dass man diese Schlussregeln beweisen muss. Die sehen aus wie die Schlussregeln von unserem Typ. Urteile. Nur, dass ich hier jedes Einfallsteil ersetzt habe durch so ein Zeichen. Ja. Weiß eigentlich mal, wie man das macht. Models in LaTeX. Ja, ich weiß, Models, ja. Ja, weil es in Modelltheorie verwendet wird. Ja, aber das ist nicht das Rechte, aber. Und das ist erstens ein Twitter-Account, der freie Theoreme twittert. Wirklich großartig, folgt diesem Account. Es gibt eine Web-UI, wo man einen Typ eingeben kann und man bekommt das freie Theorem zu diesem Typ. Das werden wir mal ausprobieren, damit vielleicht die freien Theoreme von der zweiten Folie damit generieren. So, es gibt natürlich das Originalpaper, was super anschaulich ist mit super vielen Beispielen. Oder mein Lieblingsbuch, was etwas formaler ist. Wird wahrscheinlich Makarios gefallen, das Buch. Das ist so, dass das formal ist.